So, okay. Prost, die Dame. Prost, die Herren. Das klingt Blech an. Bing. Bong. Das liegt am Ei ran. Prost. Und willkommen beim Bierdacher Podcast Nummer 319. Oh, nicht am Tisch wackeln. Ah ja. Wir befinden uns in der Zypresse, Westbahnstraße 35A, 1070 Wien. Heute ist der 3. Oktober 2017. Das Ganze findet statt mit freundlicher Genehmigung vom jörgwukonig.com. Vom wukonig.com. Genehmigung? Mit freundlicher Genehmigung, habe ich gesagt? Ja. Also nein, mit freundlicher Unterstützung von Jörg und seiner Firma wukonig.com. Und allen Unterstützern, speziell Patreon, Feedbackgebern, Flatterern etc. etc. Und Zuhörer. Und Zuhörern, ganz genau. Heute sind bei uns Jana, Karl, Horst, Dennis und Stefan. Yay! Yeah. Ein Ziel. Ja, liebe Leute, habt ihr Themen mitgebracht oder etwas zum Erzählen oder hat jemand eine Reise getan und möchte davon berichten? Ja, ich habe 3 Reisen getan. Hey. Ich war für 3 Wochen in die USA und dann war ich noch ein bisschen in Paris und noch für ein bisschen länger als eine Woche in Marokko. Cool. Und erzählst du uns davon? Das haben wir gedacht. Und vorher habe ich mich noch daran erinnert, dass ich letzten Freitag beim Film war. Da war nämlich Tag der Flucht vom UNHCR und der war ziemlich interessant und davon kann ich später auch noch erzählen. Der Film hat Tag der Flucht geheißen, oder? Der Film hat My Escape geheißen. My Escape. Aber es war eine Veranstaltung zum Tag der Flucht. Da waren ganz viele verschiedene Organisationen beteiligt. Ich war am Nachmittag davor, vor dem Film, auch schon im Jüdischen Museum, weil da nämlich auch eine Sonderführung war zu dem Thema. Und das hat sich halt alles um Flucht und Vertreibung gedreht. Also eher deprimierend. Vielleicht hat irgendwer ein fröhlichere Themen. Wenn wir beim Thema Flucht und Vertreibung sind. Ich habe 3 Enden, Analogien, XXL-Busse, Atombomben. Was? Ja, das habe ich alles als Themen. Und ein paar Podcasting-Themen auch. Es wird ziemlich bunt heute. Dennis, du hast noch vom letzten Mal Videospiele übrig, oder? Nein, oder Serien. Serien, genau. Ja. Was steht heute an? Die Marvel-Serien. Und zwar ein ganzes Paket aus 5 Serien. Dann habe ich mein neues Mobiltelefon als Thema. Und Open Source in Deutschland. Oh, da ist ja jetzt was Neues. 2 neue interessante Nachrichten. Hui und Pfui. Toll. Ich habe die ersten 3 Folgen von Star Trek Discovery gesehen. Okay. Und nicht spoilern. Ach so. Ich habe gedacht, wir können auch eine. Hier fangen die Spoilers an und dann endet er, aber vielleicht. Geht schon. Ja, und sonst nicht so viel. Ich könnte auch reden über eine japanische Anime, die auch vielleicht interessant sind, da viele von an diesem Tisch so Superhelden-Fans sind. Ich hätte noch ein Python-Thema. Das ist cool. Haben wir gedacht. Extra für dich. Ja, und ich soll mich selber loben, sagte dem Stefan seine Freundin. Also ich habe heute einen Workshop gemacht in einer Schule über Pocket Code und bin jetzt diese Woche jeden Tag 4 Stunden in einer Schule. Das war's auch schon. Jeden Tag. Tag. Ja. Also ich habe immer gesagt 2 Stunden Workshop. Also unterschiedliche Klassen. Und dann kriege ich pro Tag 2 Klassen. Die haben was vor. Ja, und ich bin sehr populär bei den Lehrern, weil die können 2 Stunden jetzt nichts machen. Ja. Aber war recht nett, Pocket Code. Okay. Ich würde zuerst sagen... Moment, noch ein paar. Jetzt. Am Samstag, falls dieser Podcast auf dem Internet erscheint, davor, diesen Samstag, Breitenfurt, Cardinal People Platz 1. Das ist Samstag, der 7. Oktober? Oder? Ja. Ja. 19 Uhr spiele ich und meine Frau Renate ein sehr sportliches Klavierabend. Und das ist im Gemeindezentrum, oder... Breitenfurt ist ja nicht so im Museum von Breitenfurt. Museum. Es ist eher am Ende von Breitenfurt. Am Ende von Breitenfurt. So, ich meine, wenn jemand in Wien wohnt, würde ich sagen, vielleicht, wenn du wohnst, nicht so nah zu Breitenfurt, ist ein bisschen zu weit. Es dauert so 20 Minuten mit dem Bus von Liesing. Aber das würde sich schon auszahlen, oder? Für das Konzert nach Breitenfurt. Ja, aber ich meine, wenn du jetzt in Floridsdorf wohnst, dann vielleicht warten, bis wir es wieder spielen. Oh, okay. Ist ja dort. Es
kommt auf die Person. Ernste Frage, ist da Kleidungsvorschrift? Nur für die Künstler. Nur für die Künstler, ja. Und für die Politiker. Für Studenten, Schüler und so weiter ist es gratis. Sonst ist es, glaube ich, 10 oder 12 Euro. Und es gibt Buffet und Wein und Brot. Oh. Es inkludiert den Preis, ja. Hm. Also als Student zahlst du nichts und darfst du jetzt gratis Musik und Essen. Ja, klar. Apropos Essen. Eine schöne Nachricht mit den Themen habe ich und gleichzeitig eine schlechte damit verbunden. Am 13.10. ist ja das nächste Podcasting-Meetup im Sektor 5. Mhm. Das ist die gute Nachricht. Aber wir haben die schlechte zu verkünden, dass es den Sektor 5 nicht mehr gibt. Bis Ende November gibt es ihn noch und dann ist er zu. Ja. Also wird einfach geschlossen. Sektor 5 wird geschlossen. Kann man dazu was sagen oder weißt du auch nichts Näheres? Es gibt, also ich will jetzt nicht so vom Hören sagen was erzählen, aber sie haben auf Twitter veröffentlicht einen Link zu einem Blogpost, oder eigentlich zu zwei Blogposts, ja. Nämlich die beiden Geschäftsführer, also die beiden Leiter von eines der Geschäftsführer und die das den CEO gemacht hat, die haben beide dazu ein bisschen publiziert und geschrieben. Ich denke mal, gescheitesten ist vielleicht, wenn man die Links reingeben, wenn die Details interessieren. Sektor 5 war ein sehr netter Coworking-Space in Wien. Kurz zusammengefasst, haben wir ein bisschen gejammert, dass sie wenig Support gefunden haben von offiziellen Seiten her, was Finanzierung angeht, weil sie sind nicht nur Coworking-Space, sondern auch Community-Space. Sie haben ja viele Community-Projekte gepostet. Ne? Ja, das war unser Glück, ja. Aber damit macht man auch keine Kohle, sondern sie waren auch Incubator, das heißt Five Stars Programm. Und das wird es auch weitergeben, aber nicht mehr an einen Raum gebunden. Das war ja im 5. Bezirk, eben deswegen Sektor 5. Und Sie selber werden Sie auch in einen anderen Coworking-Space übersiedeln, in den 3. Bezirk, mit diesem Incubator, den wird es wahrscheinlich weitergeben. Sie werden aber auch keine neuen Firmen dort aufnehmen können zurzeit, weil Sie müssen schauen, wie Sie das jetzt über die Bühne bringen, aber Sie möchten auch niemanden aus diesem Programm raushauen. Ja, also Sie sind sehr bemüht, dass sozusagen niemand an Schaden erleidet und haben auch die Firmen, die bisher bei Ihnen eingemietet waren, jetzt sozusagen auf andere Coworking Spaces weiter vermittelt und verteilt und so weiter. Na, schade für Wien, ne? Total schade, ja. Also ich war immer urgern dort und wir haben im Spaß schon gesagt, ich habe einen Inventar, wo man dort so oft dort war, obwohl ich mit dort gearbeitet habe. Ich war auch gern dort. Und das ist echt. Waren ja, glaube ich, mehrere Podcast-Treffen auch dort, ne? Ja, 3 oder 4. Die ja, da war einmal das Unsubscribe dort. Das Barcamp. Die Pi-Ladies waren dort. Race Girls Meetup in Massen. Das war wirklich super. Und es war eigentlich schon fast jetzt ein bisschen knapp mit den Räumlichkeiten ohnehin in letzter Zeit, weil wir so viele Meetups in Wien haben. Und jetzt fällt sozusagen dieser zentrale Ort weg, wo am Tag bis zu 3 Meetups waren parallel, weil wir 3 Räumlichkeiten für Meetups haben. Also das wird noch spannend, wo wir sozusagen überall unterkommen. Dann. Wie viele Coworking Spaces gibt es denn so in Wien? Schon einige, also ich weiß nicht genau, wie Stockwerk kenne ich. Ja, also ich kenne, wahrscheinlich kriege ich die 10 zusammen oder so. Mhm. Also es ist so richtig verteilt und es kommen immer wieder neue dazu. Und auch in sehr unterschiedlichen Geschäftsformen. Also es gibt da jetzt ein bisschen so Sachen, die so Gemeinde gefördert sind und so weiter. Also da tun sie auch Sachen. Es ist halt dann wieder die Frage, wie unabhängig muss das sein, soll das sein, wo soll es gelegen sein. Manche sind ein bisschen weit draußen, ist die Frage, ob man quer durch die Stadt fahren will. Der war halt so richtig zentral, mitten drin, relativ nah an der U2, relativ nah am Massensdorfer Platz an der Schneebahnhof. Und das waren einfach urnette Leute. U4 meinst du, nicht U2? U4 meine ich, genau. Zweite Station U4, vom Chaosplatz weg, Wilhelmgasse wollte ich eigentlich sein. Und es waren urnette Leute. Und für mich war das eigentlich der Platz in Wien, wo ich endlich gescheit Englisch gelernt habe. Weil die ganzen Meetups, waren englische Meetups und also sehr international besuchte. Und da ist man sozusagen intrinsisch gezwungen, Englisch zu reden. Intrinsisch, gell. Und so habe ich total. Also jetzt fühle ich mich wohl mit Englisch und das habe ich vorher nicht. Ja. Das ist das, was mich immer von den ganzen Meetups abgehalten hat, Englisch. Ja, und mich hat es sozusagen dazu gebracht. Ja, aber die Meetups wird es ja weiterhin gehen. Hoffentlich, wenn wir wo unterkommen, halt. Das müssen wir halt wieder schauen. Weil Metalab ist ja auch ziemlich beliebt und ist auch ziemlich oft voll. Ja. Und ist wesentlich kleiner. Und nicht, es gibt auch Leute, die da nicht hingehen wollen. Die sagen, nee, also Sektor 5 gehe ich hin, aber ins Metalab will ich nicht. Kenne ich nicht, tatsächlich Leute. Ich hätte noch einen Termin.
auf Podcast bezogen, Subscribe 9, die Podcasting Sommerkonferenz dazu. Mhm. Sind 3 Tage, Freitag Nachmittag fängt es an, dann Samstag ganzer Tag, Sonntag glaube ich ist auch ganzer Tag oder fast ganzer Tag zumindest, und in München, im Bayerischen Rundfunk, wieder so wie letztes Jahr. Da warst du ja sehr begeistert, wenn es mal, ne? 28. Ja, also überall ganz begeistert. Du warst auch begeistert. Ich habe mal schon ein Ticket gekauft. Das ist, du hast ja schon ein Ticket gekauft? Ja. Und es, es soll wieder so schön werden wie letztes Jahr, war nicht noch schöner. Also jetzt sammeln sie gerade auch Beiträge, also Call for Participation ist sozusagen offen. Es gibt also noch kein offizielles Programm, wo man lesen könnte, was alles ist. Man muss sich beim Kartenkauf jetzt darauf verlassen, dass es wieder nett wird. Also das ist natürlich ein klarer Haken, wenn man das Programm... Ja, wie man, genau, guter Vergleich mit dem Kongress. Ne? Und wie bei vielen so Hacker-Veranstaltungen steht das Programm noch nicht vorher fest. Aber also ich habe es sehr nett gefunden, auch vor allem die Leute sehr nett dort. Und ich habe noch einen Termin anzukündigen. Ich glaube am 14.10., also in 2 Wochen, aber bitte in den Shownotes nachlesen, gibt es einen Roguelike-Kongress in Novi Sad in Serbien und ich werde hinfahren und einen Vortrag halten über Teaching Python mit Roguelikes. Ich freue mich schon total. Roguelike-Python. Kongress. Jetzt hätte ich nichts mehr mit Terminen, aber ich hätte was mit Python. Ja. Und zwar, ich habe jetzt die letzte... Moment kurz. Woche. Noch eine halbe Minute warten. Fast durchgängig Python verwendet. Ja. Keine anderen Sprachen. Sind sie dir abgegangen, die anderen Sprachen? Ich habe es nicht programmiert, ich habe es nur verwendet. Mhm. Nämlich in Form von Ansible. In Form von? Ansible. Ich finde es nicht. Dafür verwende ich es auch. Das ist ein IT-Automation-Framework. Ah. Also zum Beispiel, also wofür ich es konkret verwendet habe, alle Projekte, die ich so in letzter Zeit habe und die jetzt wieder auferstanden sind und neue Projekte und so weiter, die IT-lastig sind, wandern jetzt in voneinander getrennte virtuelle Maschinen, wo alles drinnen installiert ist, was für sie notwendig ist. Also damit du, der Mail-Server, der Editor. Also machst du eine virtuelle Maschine für jedes Arbeitsprojekt. Genau. Und da experimentiert man ja in sowas herum und vernudelt sich solche Sachen. Mhm. Und damit man sich das nicht vernudelt, sondern wiederherstellen kann, programmiert man diese Erstellung dieser virtuellen Maschinen mit Ansible und einem Tool davor. Das ist noch Ruby für den Dennis. Das ist nämlich Vagrant, das ist ein Ruby-Shell. Mhm. Und mit dem Vagrant setzt man die virtuelle Maschine auf und wenn die dann einmal da ist, dann verwendet man Ansible. Und das hat folgenden Vorteil gegenüber den 2 Tools, die ich früher verwendet habe, das waren Chef und Puppet, die in Ruby geschrieben sind, dass man nämlich auf dem Rechner außer Python nichts vorinstalliert haben muss. Ja, das ist und man macht ein Riesenvorteil. Alles in gewissem Sinn von außen über SSH. Und es geht sogar Spuren mehr, also ich habe da ein bisschen ein komisches Setup mit Ruby-Versionsmanagern. Und es geht zwar auch nicht alles, aber es geht fast alles. Und das ist echt nett, gut dokumentiert. Also ich habe viel Spaß zurzeit mit diesem Ansible. Ich setze auch schon seit einem halben Jahr Ansible ein. Ich mag Python nicht, ich mag Ansible nicht besonders, aber derzeit ist Ansible von den ganzen Automatisierungstools zum Aufsetzen von Servern, also zum Administrieren, Automatisierung, das Brauchbarste. Vielleicht, um noch mehr Use Cases dafür zu geben, man kann durchaus auch den eigenen Laptop damit aufsetzen. Also es muss nicht unbedingt der Server sein. Ja. Das ist das eine. Und das zweite ist, man muss auch nicht wirklich programmieren können dafür. Man schreibt keine Programme in dem Sinn, sondern man schreibt so Konfigurationsdateien. Allerdings sind die, was das anbelangt, sobald du ein größeres Setup hast, auch schon recht haarig. Ja, ja. Aber man kann es ja auch klein halten. Ja. Und man kann ja einfach anfangen und die Schritte, die viel Zeit brauchen, nochmal automatisieren und dann sozusagen Details später noch zu. Ja. Na, also bin sehr zufrieden damit und habe jetzt die ersten 2 Projekte komplett damit automatisiert und weiß damit auch in Zukunft, wenn ich irgendwo was auf einem anderen Server deployen will, das ist immer ein Grund, das ist ein Skript, das ich anwerfe, dann läuft das. Ich versuche nämlich gleichzeitig die diese Playbooks, so heißen diese Dinger in Ansible, wo man das formuliert, ich versuche die idempotent zu halten. Und das ist dann schon etwas schwieriger. Was heißt idempotent? Wahrscheinlich gerade ein Fragezeichen bei allen. Das ist, wenn... Klingt sehr lateinisch. Wie bitte? Klingt sehr lateinisch.
Kann sein, dass es Latein ist. Das bedeutet, wenn ich eine Funktion aufrufe und ein Ergebnis kommt raus und ich rufe die Funktion mit dem Ergebnis, das ich gerade erhalten habe, nochmal auf, wieder exakt dasselbe Ergebnis rauskommt. Zum Beispiel, wenn ich, was nehmen wir denn da? Ich gebe ein Beispiel, das nicht idempotent ist, das ist nee, Schuh und Socken anziehen. Also wenn man zuerst Socken anzieht und dann Schuh anzieht und dann nochmal Socken anzieht und wieder Schuh anzieht, ist das ein ziemliches Gewürge. Ja, allerdings ist das sowieso, wenn selbst wenn du zweimal Schuhe anziehst, das geht auch Gewürge. Das ist halt nicht idempotent, sondern... Aber wenn du etwas mit 1 multiplizierst, dann ist es doch idempotent. Genau, das ist... Ja, okay, das stimmt, das ist auf jeden Fall. Ja. Aber das ist relativ fad fürs Installieren von Software. Genau, richtig. Ja. Oder wenn du einfach einen Wert setzt, das ist auch idempotent. Mhm. Außer du nimmst einen Zufallswert, oder den du jedes Mal generierst. Oder wenn du nach dem Aufstehen schlecht aufgelegt bist. Völlig wurscht, wann du aufstehst. Das ist idempotent. Ja, du kannst aber nicht zweimal hintereinander aufstehen. Ja, du kannst du wieder hinlegen und einschlafen. Du bist nachher trotzdem wieder schlecht aufgelegt. Ja, das ist jetzt aber auch noch nicht idempotent. Ich habe idempotent. Okay. Was du da bringst, sind ja Analogien. Ja. Ich habe gerade einen Vortrag gehört über Analogien 2 Stunden lang. Moment. Noch 40 Sekunden. Kennst ihr den Douglas Hofstadter? Ja, ist das... Nein. Das ist bestimmt der Vorbildwissenschaftler von... Nicht IT-Crowd. Von Big Bang Theory. Genau, von Big Bang Theory. Der ist doch Hofstadter. Ja, aber also, ich meine, den du meinst, das ist das der Kleine, der in die Penny verliebt ist. Für den Typen das von Big Bang Theory. Das könnte sein. Das weiß ich nicht. Das muss ich recherchieren, das ist interessant. Die Assoziation habe ich noch nicht gesehen. Ja, aber es könnte sein. Es ist ein Wissenschaftler, es ist ein Amerikaner mit deutschen Vorfahren, deswegen so dieser deutsche klingende Name, nicht? Also man ist geneigt, den Hofstädter auszusprechen, auch wenn er das selber nicht tut. Und er hat ein Buch geschrieben, das relativ viele Leute gelesen haben, so in der Wiener Wissenschaftsszene und so, das ist Gödel-Escherbach. Ja, das sagt man was, ja. Das war so sein größtes Buch. Das zweite war dann Metamagikum, das ist auch großartig. Aber wer das noch nicht gelesen hat, Gödel-Escherbach lesen. Und du findest Gödel-Escherbach ist empfehlenswert? Bereichert auf jeden Fall das Leben, wenn man es nicht gelesen hat. Es geht um Musik in Bach. Um die Fuge, es geht um Mathematik und es geht auch Gödel, Logik, solche Sachen. Und es geht auch um visuelle Sachen, MC Escher, diese Geschichten mit diesen Augenschmerzenden, verwirrenden Bildern. Ja, so, also optisch. Optische Täuschung nämlich. Ja, ja, und unmögliche Gegenstände und so weiter. Ne? Und so, auch so Muster, so Parkettmuster und so weiter. Das kommt alles in diesem Buch vor und wird behandelt. Und da steckt auch schon das Thema, in dem Buch steckt auch schon sehr weit gegen dieses Thema Analogien drin. Und der ist zurzeit auf einem dreimonatigen Sabbatical in Wien. Und im Zuge dessen macht er ein paar Vorträge, heute war der erste. Und da hat er eben über Analogien geredet und ich bin hauptsächlich hingegangen, weil ich bin halt so ein Fan von ihm. Und war das cool, ihn live zu hören? Cool ihn live zu hören, ja. Der Vortrag war ehrlich gesagt nicht aufregend, wenn man das Buch gelesen hat. Also, das habe ich mit damals gelesen. Hast du eh schon auskannt? Dann kennt man die Sachen alles. Es war eigentlich nicht viel Neues dabei. Aber war so das Fanboy-Tum? Also war es lustig? Ja, ja, es waren im Prinzip lauter Leute dort, die nur dort waren, weil es der Hofstadter war. Ah, okay, aber weil den kennt man und da hat man. Stefan war Wissenschaftsgruppe. Absolut. Beim Hofstadter bin ich totaler Gruppe. Der ist echt super. Was auch ganz gut ist, ist das Einsicht ins Ich, aber das wäre das dritte Buch, was ich noch empfehlen würde von ihm. Aber wer nichts gelesen hat, Gödel-Escherbach, wer es nicht so arg wissenschaftlich haben will, das Metamagikum. Da gibt es auch zum Beispiel ein Kapitel über Sexismus in der Sprache und das ist geschrieben in den 80ern, das Buch. Da, glaub ich, da war sowas noch nicht üblich, dass man sowas geschrieben hat. Jo. Wenn wir gerade bei Büchern sind, mir ist gerade eingefallen, dass ich im Sommer mal wieder ein Buch gelesen habe. Ich lese fast nie Bücher, weil man immer das Internet dazwischen kann. Und zwar war das Out on the Wire von Jessica Abel. Das hat Dirk Prims, ich weiß nicht, ob du dem seinen Podcast kennst, der macht einen Anerzähler. Der hat das auf Twitter empfohlen und ich habe es voll interessant gefunden, habe mir gedacht, das kaufe ich mir. Und als ich dann in die USA war, habe ich es mir in die USA über da, wo ich gewohnt habe, bei Amazon bestellt, weil nämlich in Deutschland bei Amazon das ungefähr 50 Euro kostet oder so gebraucht.
Es war offenbar nicht die vorbei, also ich weiß nicht, wie das ist. In den USA hat es nur $7 kostet und das war eine sehr gute Investition. Es ist ein Comic, also ich habe noch nie einen Comic gelesen, der ein Sachbuch war gleichzeitig. Ja, so. Und der beschreibt halt die Arbeitsprozesse von den größten amerikanischen Podcasts bzw. NPR Public Radio Produktionen. Mhm. Also da cool, ist ja. Zum Beispiel Ira Glass, der erzählt, also der von Das American Life, wie er so arbeitet und so. Und hauptsächlich geht es um Storytelling. Also es geht nicht so sehr wie darum, wie die jetzt tatsächlich aufnehmen oder so, aber wie die halt ihre Geschichten aufbauen. Und also man hat schon oft davon gehört, dass die für 2 Sendeminuten da einen ganzen Arbeitstag brauchen, aber wenn die das immer so machen, wie das da in dem Comic gezeichnet war, was zu erwarten ist, dann ist das wirklich arg, weil die halt Aussagen von ihren Interviewgästen komplett neu zusammenbauen und dann sogar irgendwelche Äs einschneiden oder so, das natürlich klingt und so. Und ja, es war ein sehr spannendes Buch. So Betrug mit Sprache? Ja, so ungefähr. So, dass halt die Geschichte dann richtig spannend wird. Und es gibt zu dem Buch auch einen Podcast, der heißt ebenfalls Out on the Wire von Jessica Abel und da hat es dann im Nachhinein zu ihrem Buch einen Podcast gemacht und das hat sie selber gesagt, die Audioqualität ist halt deswegen ziemlich schlecht, weil die Interviews, die es geführt hat, hat es halt einfach geführt, damit sie Buchrecherche macht und nicht das als Podcast veröffentlicht. Aber ja, es ist auch ganz interessant zu hören, wer sich für so Geschichten machen interessiert. Hast du für deinen eigenen Podcast was mitnehmen können aus dem Buch? Also nicht so richtig, weil mein Format komplett ungeschnitten ist. Also ich schnapp mir halt irgendwen und frage den oder die irgendwelche Fragen. Und da geht es halt wirklich darum, wie man Geschichten baut und wie man es schafft, dass man so einen Einstieg findet, dass man die Leute dabei hält und dann trotzdem einen Bogen hat, der spannend ist und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Selbst für Leute, die sich nicht unbedingt für Audio interessieren. Es geht halt ums Geschichtenerzählen. Cool. Ja. Und du empfiehlst das Buch? Also. Ich würde es wirklich weiterempfehlen. Also wenn du es irgendwo auftreiben kannst, es scheint ein wenig schwierig zu sein. Ich hänge noch ein Podcast-Thema an. Ich war auf der Ganzohr 17. Ganzohr 17. Das ist die Wissenschafts-Podcaster-Konferenz. Ist da unsere Melanie Bartosch? Genau. Die hat die heuer, wie sagt man mal? Weiß nicht, gehostet. Gehostet, genau. Ich habe eigentlich das deutsche Wort dazu gesucht, aber es fällt mir auch nicht mehr ein. Hosten. Ausgetragen oder so. Präsentiert oder so. Gast gegeben, ja, genau. Es war an der Uni Innsbruck, die arbeitet ja an der Uni Innsbruck. Es war so eine offizielle Konferenz der Uni Innsbruck damit auch, was auch cool war. In der Claudiana, das ist ein Haus dort, so schaut so aus wie nach Bitterzellen und so weiter. Also altes Gebäude in der Innenstadt, das war schon mal sehr nett, sehr nettes Setting. Kleine Gruppe von, weiß nicht, 25 Leuten oder so, das heißt, man hat Gelegenheit gehabt, mit so gut wie allen Leuten da zu reden, was auch sehr nett ist bei einer Konferenz und relativ unüblich. Und ein halber Tag war auch Non-Conference, also wo wir ad hoc unser Programm zusammengestellt haben. Cool, ja. Also ich habe einen Workshop auch dort gemacht über API-Programmierung gegen Panoptikum und so weiter. Wir haben viel Spaß gehabt miteinander, viel gelernt voneinander, viel diskutiert. Das war alles sehr nett. Und im Zuge dessen habe ich einen Podcast kennengelernt, den ich auch vorstellen will. Und zwar wurde uns angekündigt, live zugeschaltet per Skype, der Institutsvorstand des Instituts für Politikwissenschaften der Universität Innsbruck. Und bei diesem Titel hätte ich mir vorgestellt, jetzt so einen älteren Herrn mit Sakko, Krawatte und so einen leicht steifen Auftreten und so weiter. Schon eher in den 60ern. Also mindestens. Ja. Also ich habe halt weiße Haare und Wissenschaftler. Aber du hast doch gesagt Podcast. Damit kann das niemand Stimmt, stimmt irgendwie auch. Aber es war noch nicht klar, dass der einen Podcast hatten wir eigentlich zu dem Zeitpunkt, dieser Institutschef. Und dann wurde Skype sozusagen aufgebaut von der Melanie und dann saß da so ein junger Typ. Und ich mir dachte, na super, der Herr Universitätsprofessor lässt sich wieder mal vertreten, der hat keine Lust zu kommen. Der hat nur den Assi geschickt, aber das war nicht der Assi. Das war er selber. Der Herr Institutsvorstand, der ist nicht einmal 40 und ist... Also ich würde sagen, eine ziemlich coole Socke. Und der hat seinen Podcast dort vorgestellt, der heißt World Politicast. Also das ist ein Podcast über Weltpolitik. Geil. Im Gegensatz zum Titel, der Englisch klingt, ist er Deutsch. Es gibt bislang 9 Folgen. Und einige sind Monologe, aber einige sind auch Interviews mit anderen Politikwissenschaftlern. Ich bin jetzt gerade bei der 8. Folge fertig beim Hören. Ich finde sie sehr gut.
Sie sind aber alles nur nicht leichte Kost. Teilweise, weil die Monologen, ich stimme es nicht so auf Monologe, aber das ist gar nicht so das Problem, sondern die Themen sind halt eigentlich wirklich furchtbar. Also Nordkorea, den Konflikt jetzt da gerade, die gerade Atombomben testen und das, was sich da gerade aufschaut. Das ist nicht so Feelgood-Themen oder was? Absolut, das Gegenteil von Feelgood-Themen. Also aber dafür halt auch schon fundiert. Ich halte es nicht aus, mehr als zwei Episoden einen Tag, wirklich nicht, das ist echt. Aber versteht er, wovon er spricht? Das, da ist da ein bisschen mehr Gehalt drin als der oberflächliche Kommentar in der Zeitung deiner Wahl. Es ist aber nicht so, dass das nicht verstehen wird. Ja. Also er schüttet dich nicht mit irgendwelchen Fachterminen zu. Ich würde sagen, es ist so das, was du gerne vielleicht in Ö1 im Journal hin und wieder noch hören würdest, was aber nicht gebracht wird, weil dann ist die Zeit zu kurz. Ja, und er hat Zeit. Und er hat natürlich Zeit, wobei sie sind nicht sehr lang. Also sie sind, es ist nichts länger als eine Stunde 10 und manche sind nur eine Viertelstunde. Und er macht auch Interviews. Einen anderen Politikwissenschaftler, den kannte ich bisher nur von Twitter, jetzt kenne ich ihn sozusagen auch die Stimme mit dem Herrn Mangott. Also mit dem komme ich meinungsmäßig nicht so ganz auf gleich, aber irgendwie ist das ja auch wieder okay, weil dann kriegt man wieder ein bisschen Provokation und kann man wieder mehr drüber nachdenken. Mit dem hat er ein Interview aufgenommen über den Putin. Und sozusagen den Putin analysiert. Genau, zeigt hätte ich jetzt gesagt. Und das ist im Nachhinein betrachtet daher für mich eigentlich die beste Episode, weil es mich bisher am meisten getriggert hat, über das Ganze nachzudenken und da ein bisschen den Blick zu noch anders auch drauf zu nehmen. Eben auch rund um Ukraine und so weiter, Annexion von der Krim, weltpolitische Lage jetzt im Zusammenhang mit Syrien, Stellvertreterkriege, wie schaut das alles aus? Also es ist auch total... Und der entspringt jetzt nicht irgendeinem gerichteten Sink oder wie das heißt, sondern der ist, tut da relativ unabhängig forschen. Der ist dort und macht das eben im Zuge seiner, seiner Tätigkeit da. Ich meine, wenn du es im Radio an Experten hörst, haben die meistens eine gewisse Richtung politisch, wie sie ihn analysieren oder wie sie einen Konflikt analysieren. Das ist, finde ich, genau die zentrale Frage bei so einem Politik- Podcast, wo ich die ganze Zeit nachdenke, inwieweit ist so ein Podcast automatisch von der Meinung besessen, dessen, der da spricht. Ja, und das ist ja nicht so schlimm, aber wohin will der mich manipulieren mit seinem Stadion? Also Manipulation habe ich nie das Gefühl bei dem Podcast, aber ich versuche für mich rauszufinden, wie viel davon ist jetzt Meinung, wie viel davon ist jetzt Fakten. Also wird das nicht so klar getrennt? Kann man das klar trennen? Also ich will ihm nichts unterstellen jetzt in die Richtung, aber ich denke mal, jeder Mensch hat eine politische Meinung. Und kann man sowas raushalten, Bern? Na, du kannst sagen, der nordkoreanische Leader ist unzurechnungsfähig oder ich finde, er ist unzurechnungsfähig. Also man kann semantisch ein bisschen... Solche Formulierungen kommen überhaupt nicht. Also es geht überhaupt nicht so in das Persönliche hinein, sondern es geht, wird analysiert die Sachen, die Leute gemacht haben. Also werden keine Psychogramme erstellt oder sowas. Aber es ist interessant. Absolut, absolut. Also cool, ich finde ihn echt gut. Coole Empfehlung. Ja, macht viel Spaß. Und keine Angst, man wird nicht zugeschüttet mit Episoden, also diese neuen Episoden, dafür hat er über ein Jahr gebraucht, also sie kommen nicht so oft. Er hat ja gesagt, die meisten Leute beschweren sich eher, dass es zu selten ist. Und worum er durchaus bietet, ist Feedback, auch wenn er es nirgendwo explizit stehen hat. Also wir haben ja relativ lang mit ihm geredet darüber, also wer ihm dann Feedback geben will, er freut sich drüber. An dieser Stelle, auch wenn ich manchmal das total versemmel, das Feedback vorzulesen, ich freue mich auch extrem über Feedback, ja, wurscht, welche Qualität. Jo, das war mein World Politikast. Ich hätte gern was von der Jana. Was denn? Einen Schwank aus jetzt. Einen Schwank aus deiner exzessiven Reisetätigkeit. Also meiner exzessiven Reisetätigkeit, ja. Das war du hast exzessiv. Ich meine, ich denke, wenn du kurz einmal in Österreich bist, dann sollte man das ausnutzen. Nein, ich hoffe, ich bleibe jetzt einmal dann länger da. Und ich habe auch vorhin extra nicht mehr so viel zu reisen, weil so viele Flugreisen sind erstens anstrengend und auch nicht so gut für die Umwelt. Also ich war als allererstes in meinem Sommer in die USA. Da war ich das letzte Mal 2007. Das ist schon echt lang her. Also vor allem in Anbetracht meines Alters, da war ich noch ziemlich klar. Und ich war dort, um Verwandtschaft zu besuchen. Du hast Verwandte in den USA? Genau. Oh, die Jana schaut aus wie frisch geschlüpft. Ja. Okay. Eierschalen an den Ohren. Ich habe gedacht, was sie meint. Und
Und du hast die Verwandten in den USA jetzt wieder besucht. Die genau. hast du schon mal besucht, wo ja. du schon... Also ich habe 2007 das letzte Mal besucht. Ja. Und ich habe mir gedacht, also ich habe den 1997 besucht, da war ich wirklich ein Baby und dann 2007 und dann habe ich mir gedacht... 2007 hast du schon sprechen können, oder? Ich durchaus. Und da habe ich mir gedacht, die Serie muss ich fortsetzen und habe halt einen Flug gebucht und bin mit meiner kleinen Schwester nach New York geflogen. Und dort habe ich dann gewohnt bei einer Verwandten von mir, die wohnt in einem, ja, im Suburb kann man jetzt nicht sagen, es ist schon ein bisschen aus. Das heißt, Frau Wiese hat Verwandtschaft in New York, wo sie gratis logieren kann? Genau, also es ist nicht direkt New York, aber es ist noch im Metronetzwerk erreichbar. Mhm. Also es ist schon bei New York. Grünen am Hudson, da ist es ziemlich schön eigentlich. Ja. Und ist es wie... Wien, Atzkersdorf oder Herkersdorf? Da war ich leider noch nie, genau. Also eine bessere Gegend, oder? Ja, es ist eine bessere Gegend. Cool, und ja, dort war ich und von dort haben wir halt dann immer einen Tagesausflug nach New York City gemacht und haben halt, die ganz klassischen Sehenswürdigkeiten angeschaut, was ehrlich gesagt furchtbar anstrengend war, weil überall ewige Sicherheitskontrollen waren. Also egal, wo man reingegangen ist, beim Empire State Building haben wir eine Stunde angestanden für irgendwelche Sicherheitskontrollen zur Freiheitsstatue. Bin ich mit so einer Fähre gefahren und da haben wir ewig gewartet. Und das ist was so lustig, ich hätte so gerne ein Foto geschossen. Da ist am Steg quasi, wo die Boote dann absetzen, ist so eine ganze Halle, wo man durchgehen muss mit so Metalldetektoren. Also so circa wie beim Flughafen. Ja, genau wie beim Flughafen. Und von da hat man halt, also durch die ganzen Metalldetektoren hat man so schön zur Freiheitsstatue gesehen. Ich hätte so gerne fotografiert, aber da darf man natürlich nicht. Da darf man nicht fotografieren. Ja, deswegen... Ja, also es rentiert sich irgendwie nicht so richtig, die ganzen Sachen zu machen. Die Touristenprogramme. Genau. Weil also man eigentlich vor lauter Warten nicht zum hauptsächlich mit Warten und Durchsucht werden beschäftigt. Ach, ich habe nicht dafür gewirkt. Ja, also das nächste Mal, wenn ihr da hinfliegt, mache ich das dann nochmal. Also du sagst eigentlich, wenn man hinfährt, ist eher gescheit, man besucht Freunde oder ja, oder schaut sich irgendwas an, was nicht... Was nicht dein Massen von New York ist. Weil es einfach anstrengend ist, diese Also was mir selber gefallen hat in der Stadt, war die Highline. Das ist so eine ehemalige Hochbahn. Hast du das nicht geschrieben in einem Blog? Ja, ich hab zwei Blogposts geschrieben, zwar ziemlich lange, so 1800 Im Wörter oder so. Zuckerbäcker-Blog, Zuckerbäcker, ich kann mich dunkel erinnern. Und da habe ich erst einen Post über New York geschrieben und da habe ich auch die Highline erwähnt. Das ist ungefähr so wie du sechs. Also halt so eine Hochbahn, aber scheinbar ist die in den 80er Jahren einfach mal so verwahrlost worden und zugewachsen. In den letzten Jahren. Also ist dieser Skywalk drauf. Ja, kann man einen Park draus machen. Also zur Hälfte ist die bepflanzt und sonst ist halt pflastert und das ist echt angenehm, weil da wird es auf einmal so leise und so kühl. Das heißt, du bist mitten in der Stadt in einer Grünoase eigentlich. Ich bin halt den ganzen Weg entlang gelaufen. Cool, ja. Und das war recht schön. Ich war auch in einer... Die ist kostenlos zugänglich. Ja, da kann man aufgehen. Und da ist bei den Straßenmusikern und es gibt da so kleine Stände, wo du Eis kaufen kannst und so. Das ist ziemlich cool. Dann war ich noch in einem Broadway-Musical. Und zwar... Broadway kommt man rein ohne Sicherheitskontrolle, oder... Naja, also es ist nicht so flughafenmäßig, aber schon so Hand und Tail abgetastet werden, aber das geht eigentlich. Und ich habe da Charlie and the Chocolate. Die wurden abgetastet beim Broadway oder was? Ja, beim Eingang, so dass man keine Waffen schmuggeln oder so. Okay, die New Yorker sind gestört. Ja, was mich auch überrascht hat, beziehungsweise eher schockiert war, so überall im öffentlichen Raum irgendwelche Durchsagen von wegen, wenn da irgendwas auffällt, geht sofort zu irgendeinem Polizisten und sagt. Okay, die New Yorker sind total. Also New DDR. Ich weiß nicht. Das ist auch die Ostseite. Also Zombies, die sind ein bisschen paranoid, oder? Ja. Das sagt ja der Chris Lohnerbott am Bahnhof auch. Das ist nicht stehen. Ja, aber nicht in der Häufigkeit und nicht überall. Also am Bahnhof vielleicht, aber also nicht. Mir hat es halt total oft. Nicht auf irgendwelche öffentlichen Plätze oder irgendwo. Also du bist aus Europa gekommen und hast dich paranoid gefühlt. Ja. Und was mich auch schockiert hat, war die Infrastruktur. Also New York hat so schlechte Straßen und so eine grattelige U-Bahn. Also du findest, die sind heruntergekommen, oder? Ja, also keine Rolltreppen. Keine Rolltreppen? Keine Rolltreppen, keine elektronischen Anzeigen oder so, wann der nächste zufährt und so. Das hat mich echt überrascht, weil... Warst du Besseres gewohnt als Europa? Wien hat das super kurz, öffentliches System. Das lernt man jetzt zu schätzen, wenn man woanders ist. Ja.
Ja, und nachdem ich da ein bisschen in New York unterwegs war, bin ich weitergeflogen nach Cincinnati, weil ich nämlich auch Verwandte in Kentucky habe. Und da habe ich mir Louisville angeschaut. Louisville, das ist, ich kann es nicht richtig sagen. Louisville ist ein Ort. Ist eine Stadt, das ist in Kentucky. Die zweite oder drittgrößte von Kentucky. Und in Kentucky ist eine eher ländliche Region? Oder? In Kentucky ist voll ländlich. Ja. Also, das ist im Süden, oder? Kentucky. Es ist, ich war noch nie da, aber Kentucky hat eine bestimmte Phänomen. Sind das so die Rednecks? Ja, Hillbilly Rednecks. Hillbilly Rednecks, okay. Glauben nicht an Evolution. Ah, okay. Ja, es ist der Bible Belt. Irgendwo da in der Nähe hat wer so ein Arche Noah baut. Also erst letztes Jahr fertiggestellt. Also das Burgenland der Amis. Naja, in Burgenland steht kein Replika der Arche Noah mit Dinosauriern drin. Bringt es noch nicht auf die Idee. Sicher. Na, jedenfalls war es aber gar nicht so uninteressant dort. Also in Löwel gibt es ganz schön viele Museen. Ich war zum Beispiel im Muhammad Ali Center, also der ist dort geboren. Moment, jetzt sind wir bei in Libyen gerade? Nein, Muhammad Ali. Achso, okay, gut. Ja. Der Boxer. Der hat ein eigenes Museum. Ja, und da wird halt seine Lebensgeschichte erzählt, auch anhand von den ganzen Bürgerrechtsbewegungen und so weiter und so fort. Das war ziemlich interessant. Dann war ich noch im Fraser Museum, das hat eine Ausstellung zu Prohibition in the Bluegrass State gehabt. Also Alkoholverbot in Kentucky, was halt auch relativ interessant war, weil Kentucky halt wahnsinnig viele Bourbon-Distillerien hat. Also ich war in einer Distillerie und habe mir das halt angeschaut und so. Das trinkst nur nicht. Du vergiftigst dich nur. Das ist scheußlich, das Zeichen. Ja, ich habe nur nicht ganz, alle Leute ganz, sind Whisky-Konnoisseure. Ganz wenig gekostet. Ja, da waren sie total krass. Also ich bin 21, ich bin also alt genug, um in die USA Alkohol zu trinken, aber meine kleine Schwester ist nicht. Und überall, wo wir waren, wo irgendwas mit Bourbon waren, die hat immer so einen riesigen Under-21-Sticker aufgeklebt, damit ihr ja nicht am Alkohol verkaufen kann. Waffen ist okay, aber Alkohol nicht. Ja, ja. Das verstehe ich noch. Ja, und außer in Louisville war ich noch in Lexington, das ist auch eine Stadt in Kentucky. Und dort bin ich zufällig in die Buchpräsentation von einer meiner Lieblingsbloggerinnen gestolpert, weil nämlich in der Mall, wo der Buchladen war, meine Cousine arbeitet. Also ich habe nicht gewusst, dass die Buchpräsentation ist. Ich habe gewusst, dass das Buch rauskommt und mir schon vorgenommen, dass ich mir das kaufe. Und so haben wir halt ein signiertes Exemplar gehabt. Das war echt schön. Und dort hast du auch Verwandte gehabt, oder? Ja, okay, also ich war bei meiner Cousine in Lexington, die wohnt dort. Titel des Buches? Brave Tart, Iconic American Desserts, oder Desserts, ich kann es nie aussprechen, Amerikaner. Desserts. Wüsten und Nachspeisen. Ich bin noch beim ersten Wort. Brave Tart. The soldier deserted his dessert in the desert. Genau. So ungefähr. Das ist von Stella Parks. Wie war das erste Wort? Brave Tart. So heißt da das Blog. Also Brave Tart. Heißt es tapfere Torte? Oder? Tart ist. Ja, ist so ist eine Tart. Halt ein Mürbteig. So wie ein Muffin oder so. Also braver Teig. Ein Tart. So. Eins ist kleines. Okay, mutiger Teig. Ach so, mutiger Teig. Brave Tart. Von der. Ah ja, das sind False Friends. Ja, genau. Jetzt erinnere ich mich. Okay, du hast ein Kochbuch Präsentation dort. Und daraus habe ich auch schon Zimtschnecken gebacken, die sind sehr gut geworden. Habe ich heute in meinem Blog veröffentlicht. Du sprich, wie ist der Unterschied, wenn man von New York nach Kentucky fährt? Sind die Leute ganz anders oder weniger paranoid oder ein bisschen lockerer drauf? Oder? Also mir kommt schon weniger paranoid vor, was irgendwelche Durchsagen und so ein Zeug angeht, aber da sind auch einfach viel weniger Menschen. Also in Kentucky die ist unterbesiedelt. Halt, oder das weniger ist halt ziemlich viel Flachsland und die Städte. Also mir kommt es vor, so Louisville und Lexington bestehen zum Drittel aus Parkplätzen. Also man fährt so überall mit dem Auto. Das ist so schrecklich. Okay. Wir haben mal versucht, in Lexington spazieren zu gehen, aber nach den drei Blocks ist uns zu blöd geworden, weil die Hälfte davon einfach Parkplätze. Ja, das ist nie vor ich geworden bin. Langweilig groß zum Schauen. Das heißt, du brauchst da ein Auto, das ist schon so ein bisschen. Völlig aussichtslos ohne Auto. Ich habe mir schon gedacht, da wo ich herkomme, nie dabei, braucht man ein Auto, aber es ist lange so schlimm wie dort. Ja. Aber nicht, dass jetzt so alles schrecklich war. Also ich habe es wirklich interessant gefunden, das zum Sänger, wie unterschiedlich die USA sind. Also du hast das ja gesagt, das ist ja ganz woanders. Ja. Und hast du, ich bin nur neugierig,
wie viele bewaffnete Flüchtlinge mit Schießgewehren sind einkaufen gegangen. Hast du Vorurteile? Ja, die sind halt dafür bekannt, dass es halt, nicht die Leute in Kentucky generell, aber das ist immer wieder so, diese Leute, die sind, gehen zum Starbucks mit einem riesen Schießgewehr und Machine Gun und sagen, ich mach einen Kaffee, bitte. Also, ich habe keinen mit Waffe rumlaufen. Okay. Was ich gesehen habe, waren ein paar Schilder, zum Beispiel an der Uni, also University of Kentucky, meine Cousine hat dort studiert und hat dann mit mir einen Spaziergang über den Campus gemacht. Da klebt an jedem Gebäude so ein Schädel, dass es verboten ist, mit Waffen einzugehen. Ach schon. Aber ich habe keinen mit Waffen gesehen. Eine Garderobe für die Waffen? Keine Ahnung. Die musst du dann einfach da vorne dran legst du mal vor hinlegen. Ja, ja. Und dann rausgehen, dass du sie wieder mitnehmen. Manche Staaten haben extra Gesetze gemacht, das verbieten, dass Universitäten und Hochschulen Waffen verbieten. Also du darfst dort mit der Waffe in den Hörsaal? Ja. Was ist interessant, wenn es der Prüfungsergebnis reklamiert. Are you feeling lucky, Punk? I want to discuss my grades. Ja, und... Ja, aber so wie sind die Leute, wie sind die Leute drauf jetzt in Kentucky? Freuen die sich, dass du aus Österreich, aus Bayern kommst oder aus Europa? Und das so. Ding ist halt, ich war mit meinen Verwandten unterwegs und die haben sich schon gefreut. Die haben sich voll gefreut, aber meine Tante ist aus der gleichen Stadt wie ich und die kann bayerisch und ihre Töchter reden auch bayerisch. Okay, also war du warst halt in der, vielleicht nicht so repräsentativ. In der Einwandererbubble. Genau, genau. Das ist ja sehr traditionell in den USA, oder? Also ich glaube, Kentucky hat jetzt im Vergleich zu New York schon weniger Einwanderer, aber dazu kann ich auch nichts sagen. Was ich nur ein interessantes Erlebnis gehabt habe, ist, sämtliche Supermärkte haben irgendwie 24 Stunden auf und eigentlich auch fast nur so komische Selbstscan-Kassen und das ist so anstrengend, wenn man da immer was hinstellt und dann muss man es in die vorgegebenen Tüten, die da dort sind, also es sind Plastiktüten und wenn man was gescannt hat, muss man das sofort in so Plastiktüten tun, weil da ist nämlich eine Waage. Das ist jetzt auch schon. Ja, schon, aber man kommt dort nicht rumdumm und das ist echt du anstrengend, weil dann sagt es wieder so, dass es irgendeinen Fehler gibt oder so und man kann vor allem nicht ohne Plastiktüten die also man kann nicht seine eigenen Tüten mitnehmen oder so. Das ist da wieder auf der Waage drauf dann, nicht? Ja. Du legst es von einem Ding auf ein anderes dann wieder drauf. Also du legst es auf so eine Fläche und dann scannst du es und dann nimmst du es und tust es in so eine Tüte. Und die liegt auf der Waage dann? Und die hängt an der Waage. Ja, genau. Und das ist in Kentucky wahrscheinlich anders als in Kalifornien. In Utah und Kalifornien ist es unterschiedlich. Utah sind Plastiktaschen gratis. Aber in Kalifornien haben die sich ein Gesetz beschlossen, dass man muss für Plastiktaschen zahlen. So wie in der EU jetzt. Ja, und deswegen ist es auch mit diesen Maschinen, was man dann macht, ist, man nimmt die einzelnen Einkäufe, man tut es auf die Waage und dann, wenn man fertig ist, nimmt man es von der Waage in deine Tasche. Ja, also ich habe es sehr seltsam gefunden, die Automatisierung. Und auch sonst, wenn man einkauft, man wird immer noch Handynummer oder E-Mail-Adresse gefragt und irgendwie scheint ja jeder das Herz umgeben. Ich habe kein einziges Mal irgendeinen zugeschaut oder zugehört, der das nicht gemacht hat. Also grundsätzlich, du zahlst und gibst dann irgendeine deine Daten, Daten her. Und dann kriegst du aber echt wahnsinnig viel Rabatt. Also wirst mit unglaublich viel Coupons beschmissen offensichtlich, die dann schon echt viel Ermäßigung bringen. Und das ist finanziell auf jeden Fall gescheiter, sich darauf einzulassen. Ich hoffe, das passiert bei uns nicht. Oder man geht zu bestimmten Supermärkten in Amerika, die es nicht machen. Ich weiß nicht, ob es kommt nicht Aldi jetzt in den USA? Oder? Es gibt Trader Joe's. Trader Joe's gehört zu Aldi Nord. Okay. Und die Aldi Nord, das ist interessant, weil nämlich Aldi Nord hat nie expandiert, aber anscheinend in die USA. Okay. Ja, es gehört zu Aldi Nord, die sind hauptsächlich in Kalifornien und in Utah und verschiedene andere Städte, ich weiß nicht wo in Amerika, aber die sind so die Supermärkte für die Linken sozusagen. Aber ist das nicht Whole Foods?
Nein, Unterschied zwischen Trader Joe's und Whole Foods ist, dass Whole Foods kostet circa 5-mal so viel. Ich war in New York einmal bei Whole Foods und ich habe echt gedacht, mich trifft der Schlag, ich würde mir ein Getränk kaufen und in dem Laden hat es kein Getränk, also ich würde so, keine Ahnung, so ein Limo oder ein Tee oder so. Und es hat nichts gegeben, das weniger als $5 kostet. Ja, Whole Foods. Na, Trader Joe's ist oft billiger als ein normaler Supermarkt. Die Sache ist, es gibt kein Brand Name. Sachen. So das ist ja auch in Deutschland so. Aber das war ja eigentlich egal. Was mir mehr schockiert hat, ist, dass es nichts gibt, das einfach nur das ist, was ist. Das ist alles so with real cream oder with real butter, aber es ist niemals Sahne oder Butter oder selbst in Nudeln sind irgendwelche Zusatzstoffe drin. Das habe ich echt ein bisschen schockiert. Ja, Milch in Amerika wird mit Vitamin D eingesetzt. Und verschiedene andere Sachen. Und ja, machen lassen. Also so grundsätzlich gibt es mehrere Sachen, die mir an die USA abschrecken müssen. Aber ist dir nicht so aufgefallen, dass jeder so Hi, how are you und have a nice day sagt? Also war ja, das so, hat es so auf jeden Fall. Es sind schon so freundlich, aber halt anders freundlich als... Oberflächlich finde ich das. Ja. Du warst nicht da. Ich würde, aber ich meine, ganz Amerika ist sehr unterschiedlich. Ja. Ich meine, Kentucky ist ganz anders als Utah. Utah ist anders als New York ist. Hat Ähnlichkeit mit Kalifornien, aber Kalifornien sind die Leute nicht so paranoid. Und es gibt mindestens ist es genauso international wie in New York und es ist aber lockerer. Nein, viel lockerer. Es ist der Stereotype von New York ist das. Na, was ist der Stereotype? Der Stereotype, der Stereotype ist das. Kalifornische Millionär dresses like a homeless person and a homeless person in New York zieht sich an wie ein Millionär. Versucht. Also das ist die Stereotype, die man hat in Kalifornien. In New York. Aber sag mal, was hat da gefallen? Oder was, was also meistens hat mir gefallen, dass ich endlich mal meine ganze Verwandtschaft gesehen habe. Das war sehr lustig. Sonst, keine Ahnung, ich habe es einfach... Ich bin eigentlich mit nicht so viel Erwartung gegangen. Ich habe keinerlei Planungen daheim umgestellt. Ich habe einfach gesagt, ich gehe da hin und schaue, was passiert. Und aber waren irgendwelche schönen Erlebnisse, was du gesagt hast, je, das ist leimend? Irgendwas Spezielles fällt mir jetzt eigentlich nicht ein. Ich weiß nicht. Ich war mal in der Natur, ich gehe jetzt auf der Natur. Und ich war am Red River Gorge. Das ist so eine steinerne Brücke, natürliche. Das war ziemlich beeindruckend. So... Halt irgendwie außer gewaschen, ja, Felsbogen. Mhm. Der ist ziemlich groß und da waren auch gar nicht so viele Leute. Das war in Kentucky, oder? In Kentucky, ja. Ich glaube eher im Süden. Also wir sind mal, das habe ich lustig gefunden. Wir sind mal da mal schnell hingefahren für den Tagesausflug. Im Endeffekt hat das einfach 3 Stunden gedauert, aber das ist halt keine Distanz dort. Das ist alles so weit auseinander. Yeah. Das 3 Stunden. Und bist du dort mit einem Mietwagen herumgefahren? So mit einem Cadillac, oder? Ich war halt mit meiner Cousine oder meiner Tante oder so mit deren Autos halt unterwegs. Wie lange sind die schon in Amerika? Also meine Tante seit Anfang der 90er und ihre Töchter sind halt da geboren und die Verwandten in New York, die ist schon nur viel länger in die USA. Also die ist zwar in Deutschland geboren, aber dann gleich mit ihren Eltern ausgewandert quasi. Also schon ziemlich amerikanisch. Und mit deinen Cousinen kannst du jetzt noch Deutsch reden? Also lernen die zweisprachig oder redest du schon Englisch mit denen? Nein, ich rede schon Deutsch mit ihnen, aber sie sagen, sie kennen schon viel besser Englisch. Das verstehen mich natürlich, aber ich rede da die ganze Zeit richtig bayerisch. Ja, das war mein USA-Ausflug. Und ich glaube, so schnell fliege ich da nochmal hin. Aber ist dir was konkret am Geist gegangen ist? Also außer die Security in New York? Ja, einfach grundsätzlich so viel. Also alles mit dem Essen. Es ist so schwierig, dass man Essen kriegt, das nicht irgendwie mit 1000 Zusatzstoffen. Also einfach nur Nudeln oder einfach nur Salat. In dem Salat ist auch irgendwas drin. Also ich finde es so lebensqualitätsmäßig hat das Land nicht so richtig für jedenfalls nicht an den Stellen, wo ich war. In Kentucky brauchst du immer ein Auto und in New York sind die öffentlichen Verkehrsmittel super schlecht. Also ich bin nicht so überzeugt. Dazu komme ich dann vielleicht nachher auch noch. Durch die Erzählungen von Serien. Was? Zu öffentlichen Verkehrsmitteln? Ja. Ist mir gerade in den Kopf geschossen, ja. Okay. Entschuldigung. Ja, das war mein USA-Reise. Gibt es auch nachzulesen, ewigliche Blogposts auf zuckerbäckerei.com. Ich erinnere mich, ich habe was gelesen über die Skywalk, was du geschrieben hast.
Ja, na schaut, klingt so, als wärst du jetzt nicht so ein bisschen unterbegeistert von USA. Nein, ich weiß nicht, ich habe mir ja schon gedacht, dass ich nicht dafür hinfliege, um mir das Land gut zu schauen. Aber du hast ja deine Verwandtschaft besucht. Ja. Das war für mich die beste Stadt. Otoniana, USA ist scheiße. Nein. Das stimmt. Also wir sind ziemlich manipuliert. Ich meine, wenn du da jetzt Verwandtschaft hast, habt ihr dann diskutiert, wo das Leben besser ist oder wo man auswandern soll? Also wo also nach Europa wandern soll? Meine Cousine zum Beispiel, die mag unbedingt nach Europa. Okay. Also für Studienaustausch oder für nein, wirklich? Einfach so, die hat schon fertig studiert, aber okay. So einfach ist das halt einfach dann nicht. Ja. Ja, und dann war ich nur für 5 Tage in Paris. Paris? Ist das auch eine Autostadt? nicht so sehr, also ich bin jedenfalls kein einziges Mal mit dem Auto gefahren. Es gibt wahnsinnig viele U-Bahnen, es gibt überhaupt keine Trams oder so und es doch. Ist. Schon? Haben Sie jetzt wieder eine? Haben wieder. Wirklich? Ich habe keinen einzigen Tram gesehen. Ziemlich am Stadtrand draußen, so als Ringlinien fangen die jetzt wieder okay. an. Und haben die mal Straßenbahnen gehabt? Die haben sie alle weg dann. Und jetzt kommen sie wieder. Wenigstens sogar 2 getrennte Systeme jetzt. Aber die fangen wieder an. Ja, ich habe kürzlich mal einen Artikel gelesen darüber, dass Wien das eigentlich so gescheit gemacht hat. Ja, aber wir haben es verpennt, sie zu machen. Ich glaube, sie wollten es auch abschaffen. Sie haben auch einige, nicht? Achter zum Beispiel und so. Nicht? Also es gibt schon einige Linien. Aber es hat Vorteil, wenn man immer hinten nach ist, ist man schon wieder ganz vorne. Es gibt ja keine Straßenbahn mehr nach Mödling, es gibt keine Bahn. Ja. Bratislava. Bratislava war eher Kleinbahn. Linie 60 fuhr bis nach Mödling. Ja. Man sieht noch zum Teil wieder die Schäden. Nein, richtige Straßenbahn. Ja, nach Kosenzersdorf sind sie rausgefahren. Wenn es durch Perchtelsdorf fahren würde, dann könnte ich es. Die fuhr durch Perchtelsdorf früher. Ich weiß. Ja. Jana, du warst in Paris. Sprich darüber. Ich war in Paris. Und warum warst du in Paris? Hast du auch Verwandte? Nein, aber meine Tante hat Geburtstag gehabt und hat gesagt, sie möchte gerne nach Paris und allein ist es langweilig und deswegen hat sie mich und meine kleine Schwester eingeladen. So bin ich als nach Paris brave Nichte gekommen. Bist genau, du mitgefahren. Genau, bin ich nach Paris gekommen und dort haben wir in einem so ein Airbnb-Dings gewohnt. Das war ziemlich winzig, es war aber eigentlich ganz schön und das war relativ zentral, ich habe vergessen, wo es war. Und dann haben wir halt auch so ein klassisches Touristenprogramm gemacht. Und da würdest du weniger gescannt und kontrolliert, obwohl die im Ausnahmezustand sind? Gar nicht, glaube ich. Also mir fällt kein einziges Mal ein, dass ich durch so eine Sicherheitskontrolle gehe, habe müssen. Wurdest du nicht abgedachtet von Metalldetektoren oder so? Ja, was habe ich besonders gefunden in Paris? Ich war im Moulin Rouge und ich habe nicht so richtig gewusst, was da auf mich zukommt, aber es war eigentlich wirklich ziemlich coole Show. Also es ist mir ist ein bisschen vorgekommen, als war ich ein Jahrhundert zurückversetzt worden. Da waren halt die ganzen Tänzerinnen, wie die ist halt berühmt, das ist aber auch so Bauchredner und Zauberer und so eine Unterhaltungsshow wie vor 100 Jahren. Und es war irgendwie wie ein Musical, aber halt hauptsächlich mit irgendwelchen Tänzerinnen. Also es ist, glaube ich, schon ziemlich teuer gewesen, aber es war ein cooles Erlebnis, also falls wir mal besucht, was man in Paris so da hat. Waren hübsche Tänzer dann auch da, oder? Also ein bisschen gelangweilt. Es waren schon ein paar Tänzer, also ich war überrascht, dass es war nicht ausgeglichen, aber es waren schon auch ein paar Tänzer dabei. Es waren hauptsächlich halt noch die Frauen in Glitzerkostümen, aber damit habe ich gerechnet. Sonst keine Ahnung, was ich über Paris zu erzählen habe. Ich habe noch nicht einen Blogpost drüber geschaut, ich bin noch nicht dazu gekommen. So, deswegen habe ich mich noch nicht so konzentriert, was ich alles gemacht habe. Was hat dir gefallen oder was ist dir am Nerv gegangen? Ich finde, es ist auf jeden Fall eine wirklich schöne Stadt. Also ich habe mir schon gedacht, dass es ziemlich schön ist, so schön wie Wien mindestens, aber es ist total schön, dort spazieren zu gehen. Es gibt wahnsinnig viele schöne Gebäude und 1000 Cafés und Bars und so. Es ist halt auch relativ teuer. Also, du warst jetzt im Sommer dort oder im Spätherbst? Im August. Ja. War es heiß oder war es unangenehm? Es war ganz gut von der Temperatur her. Es waren relativ viele Touristen da. Jetzt fällt mir eine Geschichte ein. Ich war wie war es jetzt, das Museum, wo Mona Lisa drin hängt? Louvre, danke schön. Dort war ich drin und hast du die Mona Lisa gesehen? Hab die Mona Lisa gesehen.
ist fast so ein Teil schon wieder dürrer Hase bei uns. Also, ich bin nicht deswegen da hingegangen. Ich habe mal am Anfang erst einmal die App runtergeladen vom Louvre, weil nämlich Ines Häufler, die war ja schon mal in meinem Podcast, die ist aber im Podcasting-Meetup, die hat kurz vorher einen Blogpost über Museums-App geschrieben. Ich habe mir gedacht, jetzt wenn ich schon im Louvre bin, teste das mal. Und die App war schon hilfreich in dem Sinne, dass man halt so Orientierung gekriegt hat in dem riesigen Museum. Und man hätte sie theoretisch auch irgendwelche Audio-Guides runterladen können für, weiß nicht, 2 Euro, aber das würde ich nicht investieren. Und so habe ich das nicht gemacht. Und was cool war, man hat am Anfang seine Interessen angehen können und wie viel Zeit man hat und so hat es einen persönlichen Weg durchs Museum geweist. Und ich bin dann in die Ausstellung für islamische Kunst gegangen und die war wirklich wahnsinnig cool. Also die war also auch medial komplett modern aufbereitet. Es waren hin und wieder irgendwelche Touchscreens, wo Videos zu den Ausstellungsstücken waren. Zum Beispiel war da so ein Buch und in dem Video war halt in 3D-Animation gezeigt, wie das gemacht worden ist. Und irgendwelche Landkarten, wo man gesehen hat, welche Völkerstämme erst wo waren und dann woanders waren und so. Und dort war es auch vor allem ganz ruhig. Also die Ausstellung hat mir super gut gefallen. Und nachdem ich da durchgegangen war, bin ich aufgegangen, wo halt die ganze andere klassische Kunst hängt, sozusagen, wo auch Mona Lisa hängt. Und ich war völlig genervt nach 3 Minuten, weil es so laut war. Es war wie so eine Bahnhofshalle, da waren 100.000 Touristen. Und man hat gar nichts gesehen eigentlich. Und auch vor der Mona Lisa war eine Menschentraube von 50 Leuten oder so. Das heißt, dafür, dass dort was ziehst, ist gar nicht richtig. Nein, überhaupt nicht. Also wenn man Louvre geht, sollte man sich nicht die Ausstellung anschauen, wo Mona Lisa dran hängt, finde ich, weil das ist. Man sagt nichts von den Kunstwerken, man sagt nur live. Und sonst gibt es genug zu sehen im Louvre, was interessant ist. Ja, also vor allem die Ausstellung von der Emre Gritter, die war sehr schön. Ja, und ich bin auch am Arc de Triomphe umgewählt. Also am Ende von den Champs-Élysées und zwar am Abend. Und das war wirklich schön, weil da hat man halt über die ganze Innenstadt sein können und ein Eiffelturm, der blinkt zu jeder vollen Stunde und so weiter und so fort. Und wenn man sich ein bisschen Mühe gibt für Restaurantrecherche im Internet und nicht einfach ins nächstbeste Restaurant geht, gibt es echt ziemlich gutes Essen für gar nicht so viel Geld. Ja. Und eins von den Restaurants, da haben sie uns zum Ende Marshmallows serviert, selber gemacht. Und die haben mir so gut geschmeckt, dass ich gesagt habe, dass ich gefragt habe, ob sie mir sagen können, wie sie die gemacht haben. Und die haben mir tatsächlich das Rezept geschickt. Das nicht, ne? Und in den nächsten Wochen werde ich mal versuchen, das nachzumachen. Und ja, dann steht es hoffentlich in meinem Blog. Wie hast du dich verständigt in Paris? Hast du Französisch? Französisch, ja. Also ich war eigentlich die meiste Zeit Dolmetscher für meine Schwester und meine Tante, weil ich halt Französisch kann und sie nicht. Das war aber eigentlich kein Problem. Ja. Und wenn ich noch weiter von meiner Reise erzählen kann, ohne dass ich schon wieder langweile, ich war dann auch nur... Moment, kurz, noch 20, noch 40 Sekunden. Noch 40 Sekunden, okay. Okay, mach. Ich war dann auch in Marokko. Und zwar bin ich von München nach Marrakesch geflogen, weil das der einzige Flug war, den ich finden habe können. Und ich mag Marrakesch überhaupt nicht. Du warst ja schon ein paar Mal in Marokko, ne? Ich war jetzt das vierte Mal in Marokko. Okay, also ich war 2013 mal, dann habe ich von 2014 im Sommer bis im Herbst 2015 dort gewohnt. Und letzten Herbst war ich einmal dort. Und jetzt habe ich halt da, ich weiß nicht, so einen Ausflug nochmal hingemacht, um meine ganzen Freunde zu besuchen und so. Und ich bin halt nach Marrakesch geflogen und habe versucht, da möglichst schnell wieder wegzukommen. Also nach einer Nacht bin ich weiter nach Essaouira. Das liegt am Meer. Das ist so die Hippie-Surferstadt. Und dort war ich für 3 Tage und habe hauptsächlich Tee getrunken. Es war sehr entspannend. Zum Baden war es eigentlich kalt, Surfen hätte man vielleicht können, aber dafür war ich zu faul. Und dann bin ich mit dem Bus weitergefahren nach Casablanca. Und Casablanca ist eigentlich auch eine ziemlich hässliche Stadt. Da bin ich nur hingefahren, weil ich sonst nicht nach Rabat gekommen war, wo ich gewohnt habe. Und in Rabat war ich für 4 Tage und war zum Beispiel wieder bei einem von den Konzerten, bei denen ich immer war, als ich dort gewohnt habe. Also da ist jeden Montagabend so ein Konzert im Kulturcafé. Und habe auch meine ehemalige Arbeitsstelle wieder besucht und habe mir dort bei Migrant du Monde gearbeitet. Das ist ein Kleidungsatelier, wo Marokkanerinnen und Migrantinnen und Flüchtlinge aus Subsahara-Staaten Mode machen.
Dort haben wir mein Kleid gekauft. Das war mir allerdings zu groß, dann haben sie es ändern müssen und sie haben gesagt, ja, das wird bald fertig. Aber es hat leider ein bisschen länger gedauert, sodass ich dann noch einen Tag länger in Rabatt drin bin. Aber das macht ja nichts. Und danach bin ich weiter nach Marrakesch. Aber auch nicht, weil ich nach Marrakesch wollte, sondern einfach, weil es halt ein Verkehrspunkt Moment, ist. Du warst auch schon zuerst in Marrakesch, ja, also wieder. Ich bin wieder nach Marrakesch und von dort aus bin ich sofort innerhalb von einer Stunde oder so weiter in die Berge. Wie bist du gereist? Mit Zug oder mit Bus? Mit Zug, mit Bus und mit Grandtaxis. Also okay, ja. Ich mag gar nicht gerne Auto fahren und ich habe mir kein Mietauto ausleihen wollen. Und das funktioniert. Du bist praktisch öffentlich gefahren sozusagen. Wenn man sich ein bisschen auskennt, dann funktioniert das schon ganz gut. Also ich weiß nicht, wenn ich nicht in Marokko gewohnt hätte, ob ich mir das dann traut hätte, das zu machen, weil man kann es halt absolut nicht auf Fahrpläne verlassen oder so. Wie sind die öffentlichen Verkehrsmittel in Marokko im Vergleich zu New York? Kann man schlecht vergleichen, es gibt überhaupt keine einzige U-Bahn in Marokko. Also als Prestigeprojekt haben zwei bzw. drei Tramlinien. Also in Casablanca, das ist die größte Stadt, die hat, weiß nicht, 5 Millionen Einwohner, gibt es eine Tramlinie, die sich aufspaltet, also so eineinhalb. Mhm. Und das ist auch so eine, wo man erst seine Karten beim Einsteigen und beim Aussteigen hier halten muss, sonst kommt man nicht ein oder aus, was ich sehr seltsam finde. Und in Rabat, das ist die Hauptstadt, wo ich gewohnt habe, gibt es auch zwei Tramlinien. Und sonst gibt es halt Stadtbusse, die völlig schrottig sind eigentlich und auch nicht so richtige Fahrpläne haben. Und auch keine Haltestellen-Scheitel, aber wenn du die durchfragst, kann man durchaus das rausfinden. Und das Ding ist halt, dass Taxis wahnsinnig günstig sind. Mhm. Also Basispreis für Taxi, die haben 70 in Rabat, das sind ungefähr 15 Cent. Und wenn du einmal durch die ganze Stadt fährst, zahlst du vielleicht 3 Euro oder so. Also, es geht. Indische Verhältnisse. Ja, also das Problem ist, in Marrakesch gibt es halt so viele Touristen, die das alles so billig finden, dass die halt immer wahnsinnig viel Trinkgeld geben und die Taxifahrer, die dann teilweise nicht für den eigentlichen Preis mitnehmen, weil sie sagen, ja, ich kann ja doppelt so viel haben, wenn ich den nächsten mitnehme. Und das war sehr anstrengend. Deswegen, das ist der Grund, warum ich Marrakesch nicht sonderlich gerne. Also die schmeißen dich dann raus? Oder die? Ja, wir sagen ja, wenn es den 50 statt 30 die haben zahlst, dann fahren wir mit einem anderen Taxi. Und deswegen mag ich Marrakesch nicht so. Deswegen bin ich dann sofort zum Topkal. Das ist der höchste Berg Nordafrikas. Ich habe nicht ernsthaft vorgehabt, da aufzugehen. Bin nur ein bisschen spazieren gegangen. Und da ist halt gleich ganz anders. So auf dem Land ist nichts los. Also es ist halt ruhig und es gibt viele Esel, die Sachen durch die Gegend transportieren. Und, und es ist einfach schön dort. Und dort war ich für 2 Tage und dann bin ich wieder nach Marrakesch, um von dort wegzufliegen. Und dann habe ich leider meinen Flug verpasst, weil mit Sicherheitskontrollen übertreiben die Marokkaner auch ein bisschen, auch wenn sie es nicht so richtig ernst nehmen. Also vor dem Flughafengebäude von Marrakesch gibt es Sicherheitskontrollen. Und als ich dort angekommen bin, waren so 3 Menschen draußen mit bestimmt jeweils 70 oder 80 Leuten vor die Eingänge gestanden. Und die haben sich halt echt sehr langsam voran bewegt. Also ich bin länger als eine halbe Stunde vor dem Flughafengebäude gewesen und habe deswegen meinen Flug verpasst. Und am nächsten Tag einen neuen genommen und war dann tatsächlich 3 Stunden vorher am Flughafen und habe bemerkt, dass die 3 Stunden schon fast raus. Nur dass durch die Kontrollen eigentlich. Dass man durch alle Kontrollen, also durch die vor dem Flughafengebäude, dann muss man durch so eine andere Kontrolle, dann muss man es durch eine normale Sicherheitskontrolle, dann muss man durch die Passkontrolle mit dem Ausreisestempel und dann muss man nochmal durch eine Kontrolle und das dauert halt 100 Millionen Jahre. Und deswegen werde ich dann immer nach Marrakesch fliegen, nach Marokko bestimmt. Ja, und das war halt eine Rundreise, die ich gemacht habe. Und ich bin auch diesmal luxuriöser gereist als sonst. Ich habe nicht die billigsten Busse genommen, sondern die staatlichen. Und das, also die eine Busfahrt, die ich gemacht habe, die war echt, echt cool, weil mit Flixbus zum Beispiel ist kein Vergleich gegen. Flixbus hat viel schlechteren Service als CTM. So riesige Busse mit ganz viel Fußraum und ja, ganz modern, so vielleicht letztes Jahr gebaut und in Betrieb genommen. Ja,
Jetzt fällt mir gerade nichts mehr ein, was ich über hast deine Freunde getroffen, die du von früher erkannt hast? Ja, in alle möglichen Städte habe ich irgendwelche Leute getroffen. Das war wirklich schön. Also das sage ich jetzt, die kennen mich halt eigentlich fast nicht so. Weil als Marokkaner ein Visum für Europa zu kriegen, muss man sich schon halb auf den Kopf stellen. Also zwei von meinen Freunden, die schon recht lang Deutsch lernen und Deutsch studieren, waren den Sommer beide in Deutschland, aber bei so Summer Schools von irgendwelchen Universitäten. Mhm. Also der eine bei der Freien Universität in Berlin. Ah, der war übrigens in meinem Podcast, Folge Nummer 2, Madi Elitrisi. Und der andere war in Bamberg bei einer Summer School. Aber außerhalb von so solchen Programmen, glaube ich, ist echt schwierig, dass man daherkommt. Das wird schon auch teuer sein, ne? Also es wird für dich billiger sein, runterfliegen als für sie. Ja, ja, auf jeden Fall. Also Marokko ist viel billiger als Europa, aber an dem Leid es jetzt nicht unbedingt scheitern. Es scheitert halt an einem Visum. Ja. Weiter, ohne Reisen vielleicht. Öffis, Wien. Öffis. Mir ist heute ein neuer Bus übergegangen. Moment, noch 4 Sekunden. Bitteschön. Jetzt haben die Wiener Linie neue Busse gekauft mit 4 Achsen, längere Gelenkbusse. Jetzt fahren sie auch langsam durch die Stadt. Moment, also das ist was für Gelenkbusse? Längere. Ein Bus mit 4 Achsen. Mit einer Drehscheibe drin, oder? Nur ein Drehgelenk, ja. Also Doppeldrehgelenke haben wir noch nicht in Wien. Das kaufen sie auch nicht. Das haben die Hamburger gemacht, aber das machen die Wiener nicht. Aber der Teil hinterm Gelenk ist jetzt länger bei den neuen Bussen. Also ich bin gespannt, ob wir jetzt ein bisschen mehr Platz dann haben werden im Bus. Aber welche Linien fahren die? 11a und 11b, glaube ich, fahren sie jetzt am Anfang einmal. Wo fahren der? Donau entlang. Kann ich mit dem von denen noch nie gefahren? Ich muss echt ein bisschen Wien kennenlernen, also geht das ja nicht weiter. Oh je. Und für den Dennis habe ich noch ein Fahrradthema. Ich habe mir ein Kretzelrad ausgeborgt. Ein Kretzelrad. Bitte, was ist ein Kretzelrad? Kretzelrad ist ein Projekt in Wien, wo es zurzeit 10 Lastenräder gibt, die an 10 Standorten von der Gemeinde Wien subventioniert beschafft worden sind und jetzt dort meistens in irgendwelchen Geschäften oder so ausgeborgt werden können. Du musst dazu das ist kein so Automatisationssystem, du musst nur mit einem Mensch reden. Du musst zuerst dich per E-Mail anmelden, du musst dann Ausweis mitbringen, du musst 50 Euro Kaution abgeben. Und dann kriegst du für einen Tag lang ein Fahrrad, das du dir da ausbauen kannst. Aber ein Lastenrad. Ein Lastenrad, und zwar ein Lasten-E-Bike. Das ist ein Urban Arrow. Also die Dinger, das ist eine aufgemotzte Schubkarre. Ja, kann man so sagen. Also man hat vorne so diese Kiste. Da kannst du auch wirklich mal so ein kleineres Ikea-Kastel tragen damit, oder? Ja, also ein großes Volumen hat es nicht. Also solange es noch zugepackt ist in den Paketen, geht es auf jeden Fall. Einen großen Kasten wirst du dort nicht reinkriegen. Wir sind zum Metro damit gefahren und haben so einen Wochen-Monatseinkauf dann reingegeben. Also 30 Kilo zuladen oder so ist kein Problem bei dem Ding. Also offiziell, glaube ich, darfst du 120 Kilo noch dazu. Und du hast dann einen Triebkraftverstärker. Und du hast einen Elektromotor drinnen, der so lange dir hilft, solange der Akku nicht leer ist. Ja. Was ich damit sage, ist, dass dieser Akku, wo ich das Rad übernommen habe, ein bisschen über ein Drittel voll war. Ah ja. Die Vermietstelle hat angegeben, der hält 80 Kilometer und jetzt ist er fast halb voll. Das heißt, das geht sich locker aus. Ich habe dann im Nachhinein nachgelesen auf der Webseite von Urban Aero selber. Sie geben selber an, je nach Beladungszustand des Fahrrads zwischen 35 und 70 Kilometer. Ich bin nicht gerade der Leichteste und habe eben auch noch ordentlich zugeladen. Und zusätzlich war das der Samstag, das war der Tag mit relativ starkem Südostwind. Ah. Was beim Hinfahren zum Metro kein Problem ist, weil das ist Richtung Nordosten von mir, Donauinsel hinauf. Das ist alles happy-peppy mit der kleinsten Stufe ganz locker gegangen. Am Rückweg habe ich schon eine Stufe mehr gebraucht bei dem Ding und noch so an der Hälfte der Strecke war der Akku leer. Und dann war es ist es wirklich hart bei Böen. wir sind ja sozusagen von der einen Seite auf die Donauinsel und das ist so eine Brücke, wo nur so Gittergeländer ist, also wo der Wind schön durchblasen kann. Wenn man nicht aufpasst mit dem Ding, versetzt einen 2-3 Meter. Also die Angriffsfläche von der Box, die man da vorne drin hat, ist so groß, wenn da ein starker böiger Wind ist. Und das Ding hat einen großen Radstand, das ist so ein Lenkgestänge. Also du sitzt sozusagen relativ weit hinten, auch hinter der Kiste, wo du das Zeug reingehen kannst, hast dann quasi eine normale Lenkstange und die wird über ein Gestänge nach vorne übertragen zu dem Rad.
Und es ist ziemlich sensibel zu fahren. Also die Rückfahrt war nicht einfach. Hat aber viel Spaß gemacht. Also wer sich sowas ausbauen will, wie gesagt, kostet nichts, man kriegt den Einsatz zurück. Ist es ratsam, einen Menschen in diese Gepäckstruhe zu geben? Also du darfst das. Ja. Es ist auch ein Sitzplatz drinnen. Aha. Also gebaut ist es an und für sich für zwei Kinder. Mhm. Ich kenne auch Leute, die da schon mit einem Erwachsenen und einem Kind damit gefahren sind. Bequem ist das nicht. Mhm. Weil das Ding ist natürlich auch nicht gefedert. Also nicht natürlich, das Ding ist nicht gefedert. Aha. Also du spürst jede Bodenwelle ziemlich hart bei dem Teil. Vom Transport her. Das ist eine Kutsche im 18. Jahrhundert. Ja, solange der Akku voll ist, das schaffst du es ohne Probleme. Also der Transport ist von der Leistung her kein Problem. Das Ding fährt diese 25, die es fahren darf, mit jedem Beladungszustand, solange es Akku hat. Und was ganz lustig war, das ist so eine Nuvinci Automatikschaltung. Das war jetzt das erste Automatikfahrrad, das ich bisher so. Das hat für dich geschaltet. Eigentlich stimmt es nicht, was ich sage. Es ist nicht Automatik, sondern es ist stufenloses Getriebe. Du hast einen Drehgriff, wie normal bei Schaltungen, aber eben nicht in Stufen. Das ist einfach stufenlos. Und das wird dann so über Mechanik eben eingestellt auf einen Mittelwert. Ist das Modell? Nein, das ist ein Dreirad, was du davor, und er zeigt uns gerade ein Dreirad und das ist ein Zweirad. Ach so. Also das Ding heißt Urban Aero. Wenn du so danach, in der Art. Ja, so in der Art, genau. Kippt das nicht um, wenn man nicht aufpasst, wenn man viel Ladung drin hat? Also, ich habe nie Angst gehabt, dass ich stürze damit. Das ist nicht das Problem. Nein, stimmt doch nicht. Beim Linksabbiegen mit Handzeichen habe ich schon Angst gehabt, dass ich stürze. Da ist es schon, also das Gewicht ist nicht das Problem, sondern an und für sich, dass das einfach eine ziemlich große Masse hat. Das heißt, du machst relativ schnell ein bisschen größere Lenkbewegungen, die haben dann größere Auswirkungen. Und damit kann sich sowas auch dann aufschaukeln. Und so. Also man muss schon aufpassen. Mhm. Aber dass jetzt gefährlich stürzt oder sowas, ist glaube ich nicht das Problem. Sondern eher die Sache, dass es dich um einen halben Meter versetzt, was auf der Donauinsel wurscht ist, aber was im Straßenverkehr kritisch sein könnte. Mhm. Also eher, dass du nicht so genau Spur halten kannst mit dem Ding. Aber ich finde es sehr interessant, dass das jetzt gibt und dass die Gemeinde Wien das fördert, finde ich sehr cool. Und jetzt bin ich das erste Mal mit sowas gefahren. Also mir hat es ziemlich viel Spaß gemacht. Und du zahlst nur die Kaution oder zahlst du nicht? Nein, eben nicht. Auch. Also du gibst nur eine Kaution her nicht, und die kriegst du wieder zurück. Aber eigentlich hast du ein gratis Lastenrad. Genau. Gratis Lasten. Mit ein bisschen Kaution, aber du hast keine Kilometergebühr oder Abnutzungsgebühr. Also eigentlich so wie City Bikes. Nicht Strom. Nur, dass City Bikes halt 1 Euro kosten am Anfang. Genau. In der ersten Stunde sind noch gratis, ne? Ja. Oder? Und dann kosten sie 1 Euro pro Stunde. Ja. Ich weiß nicht, ich bin nur länger als eine Stunde mit einem City Bike gefahren. Zweite Stunde ist dann blöd, oder? Ja. Und man zahlt einmal pauschal 10 Euro und das wird erst abgestottert. Man zahlt 1 Euro pauschal. Citybike, so. Bei der Registrierung zuerst 1 Euro. Interessant, weil meine Ex-Freundin hat einmal Citybike sich ausgeliehen und da wurden ihr 10 Euro abgebucht und diese 10 Euro, Entschuldigung, werden erst sozusagen abgestottert, bevor es dann wieder Geld abgebucht wird. Also heuer im Frühjahr war es auf jeden Fall nur 1 Euro. Okay, heuer im Frühjahr, okay, das war letztes Jahr. Ich habe es heuer im Frühjahr gemacht, weil das ist auch echt lustig, dass du musst eine Kreditkarte dafür haben oder eine Bankomatkarte. Österreichische Bankomatkarte, an dem bin nämlich ich schon gescheitert. Und die sind auch unterschiedlich technisch. Also umgekehrt, österreichische Bankomatkarten funktionieren zum Beispiel auch nicht in Deutschland an den Kassen. Die funktionieren nur an den Bankomaten. Mhm. Aber auf das wegen dem WePay. Ja, das glaubst du. Meine funktioniert nämlich noch in Deutschland überall. Und der Haken ist, wenn du eine neue Karte kriegst, weil du Kartenwechsel hast, du kannst es nicht übertragen. Ja, toll. Du musst sozusagen über einen neuen Account. Ja. Das heißt, ich habe sozusagen jetzt zwei Accounts. Mhm. Und bei den alten Account nicht verwenden kann, weil ich nicht die alte Karte mehr habe. Aber apropos Räder zum Ausleihen, ich weiß nicht, ob ihr das schon gesehen habt, aber in Wien stehen neuerdings so diese Ovo-Bikes. Orange. Ja, ja. Was hat es mit denen auf sich? Das ist so eine aus China, glaube ich, so eine Bike-Firma. Die haben das Konzept, dass das Rad irgendwo steht und drin ist so, glaube ich, ein Handy verbaut. Also du kannst so einen QR-Code und mit Handy kannst du das dann freischalten. Laut Geschäftsbedingungen darfst du in Wien damit herumfahren, wenn du dich vorher registrierst, und es gibt eine gewisse Gebühr, ich glaube, ein paar Euro pro 50 Cent pro halbe Stunde. Ja, so in der Größenordnung. Also rentiert sich das im Vergleich zu Citybikes? Also das kann man jetzt nicht verstehen, wenn es so ein Ding wie Citybikes gibt.
Die Citybikes sind in einem relativ beschränkten Bereich in Wien. Es gibt nicht überall eine Citybike-Station. Ne? Ja. Und die Ovo-Bikes haben halt ein anderes Konzept, die fluten sozusagen eine Stadt mit Bikes. Die stehen dann eh irgendwo rum. Die stehen dann irgendwo, sind auch zum Teil ein Problem für die Verwaltung und versuchen halt damit auch Geld zu machen. 500 haben sie ausgebracht, im zweiten sind sie gesagt, sie stehen jetzt 500 noch drüber der Donau auf, wo es fast, nein, wo es gar keine Citybikes gibt. Ja. Okay, dann. Ja, ich habe mal, kennt ihr vielleicht 365 Bikes oder sowas? Was war das? Das sind so, naja, ich habe nicht die Paid-Version benutzt, aber es gibt so Stationen zum Beispiel wie in Liesing und in Perchelsdorf in verschiedenen Orten und in Karl-Leutgeben auch, glaube ich. Und das sind so E-Bikes, die man jetzt inzwischen muss man dafür zahlen. Ich war damals nur gratis, aber man grundsätzlich, man hat mit einer Spezialkarte hingegangen und dann einen E-Bike oder Roller oder sowas ausgeborgt und dann kann man es bei jeder Station lassen einfach. Also wie die Citybikes, nur mit als E-Bike-Version. Ja, aber man muss natürlich dafür zahlen, man zahlt nicht monatlich pro Stunde, sondern entweder monatlich oder jährlich oder wenn man einen Monat zahlt, dann ist es ziemlich viel. Wenn man jährlich zahlt, ist es 95 Euro oder sowas. Wobei, eigentlich haben wir von zwei verschiedenen Sachen zuerst geredet. Weil du hast von den Gelben geredet. Orangen. Nein, die Orangen sind die Holländischen. Die Gelben sind die Chinesischen. Ah. Wir haben zwei Firmen jetzt wieder. Die dazugekommen sind. Ich habe Orange gesehen, die haben mit Ovo. Also das ist im Prinzip, wenn man es genau nimmt, einfach das Carsharing-Modell auf Fahrräder ausgelegt. Ja, ja. Weil es gibt ja Carsharing-Anbieter, gibt es ja auch inzwischen mindestens zwei in Wien. Und gerade wieder einen weniger. Achso, welcher ist denn jetzt weitergekommen oder weggegangen? Sipka ist weg. Sipka, achso, die waren ja auch nur kurz da dann, ja. Und die, wie heißen die anderen noch? Drive Now, oder? Drive to Go? Nee. Irgendwas von der Drive Now, der neue Wiener Linien-App, die. Es gibt doch so eine neue Wiener Linien-App. Drive Now ist drinnen. Hm? Ich glaube, wahrscheinlich Drive Now. Ja, die BMWs. Und da ist, genau, da ist auch Carsharing dabei. Ah, stimmt. Und es kommt eine neue von der ÖBB, aber die sind noch im Probebetrieb. Das kommt nächstes Jahr. Bei den Bahnhöfen dann. Also die haben fixe Standorte dann und sind dann bei den Bahnhöfen auszuleihen. Jo. Was haben wir sonst noch zum Erzählen? Ich habe noch einen Podcast. Moment, noch 40 Sekunden. Es hat RHD eine Vorgeschichte. Jetzt. Die Vorgeschichte ist bei der Ganzohr, bei der Wissenschaftspodcaster-Konferenz. Bei so Konferenzen geht man auch am Abend fort, wenn man so eine kleine Gruppe ist und da redet man so miteinander, sind wir dann am Tisch gesessen mit ein paar Biochemikern zusammen und ein paar anderen und haben festgestellt, eigentlich sollte man sportlich was tun. Eigentlich wäre das doch angebracht und man müsste halt nur sich aufraffen und wirklich was tun. Und einer, der da an dem Tisch saß, ist ein passionierter Marathonläufer und der sagt zu dem anderen, der gerade gesagt hat, man müsste halt was tun, ich trainiere dich auch. Sagt der andere drauf, ja, ich müsste halt nur wirklich was tun. Und ich sage dazu, naja, ich müsste halt eigentlich auch was tun. Gibt es für mich auch das Angebot? Sagt er, ja. Sagt der Vierte, der am Tisch sitzt, eigentlich müsste die auch was tun. Sagt wieder der Erste, naja, dann sollte man das gleich auch in Form eines Podcasts tun, dass wir uns öffentlich auf die Art und Weise dazu verpflichten. Über das Gewicht haben wir noch gar nicht geredet, das ist sozusagen der Side-Effekt, der entstehen soll. Und das haben wir auch nicht definiert jetzt als Ziel. Aber es gibt ein ganz klares Ziel, dass in 2 Jahren, wenn wieder der Münchner Marathon stattfindet, wir in der Lage sein sollten, alle 4 den Halbmarathon zu laufen. Jetzt Halbmarathon laufen, 20 der Kilometer. Eine wird das locker schaffen, weil der läuft jetzt Marathon, aber wir anderen 3 werden das nicht schaffen. Wie gesagt, wir haben 2 Jahre dafür Zeit. Okay, kannst du drauf trainieren. Und in diesen 2 Jahren müssen wir jetzt trainieren und wir haben auch schon alle miteinander in irgendeiner Form angefangen. Und wir müssen uns ja gegenseitig unter Druck setzen und daher das Ganze auch eben veröffentlichen. Die Webseite des Podcasts gibt es schon, auch wenn es noch nicht so wirklich super ist. Also das ist noch ein bisschen Work in Progress. Aber damit auch ich mich unter Druck setze und das fertigstelle, dort die Webseite dazu ist 3-schweinehund.de. Schweinehund? Schweinehund.
Schweinehund.de. Ah, Schweinehunde, okay. 3 mit der Zahl, oder? 3 ist die Ziffer 3. Also 3schweinehund.de. 3-schweinehund.de. Also das vom D. Das D ist vom D. D. Genau. Ja. Also, obwohl wir 4 sind, ne, sind nur 3 Leute, die ihre Schweinehunde überwinden müssen. Und der vierte ist der Trainer. Ja, cool. Und das wird so entstehen. Aber seid ihr physikalisch nicht weit entfernt voneinander? Ich bin der Physiker, zwei sind Biochemiker, nein, und beim vierten wissen wir es nicht so. Also wir sind schon ziemlich weit voneinander entfernt. Wir sind geografisch auch ziemlich weit voneinander entfernt. Einer ist aus Regensburg, einer aus München, einer aus Augsburg und meiner in Wien. Das kann sich gar nicht so einfach zum Wir werden treffen. Uns zum Podcasten nicht treffen, sondern wir werden über Studiolink aufnehmen. Das ist das eine. Wir haben auch remote jetzt trainieren und remote aufnehmen. Genau. Ja, während dem Sport. Das klingt ja auch für die Trainer jetzt oder für den Trainer natürlich relativ schwer und auch für die Bevölkerung, die restliche Bevölkerung, die uns ja einerseits anfeuern soll, aber andererseits die, die vielleicht so ein tiefes inneres Gefühl haben, dass sie sich eigentlich auch aufraffen sollten, den eigenen Schweinehund überwinden und mitmachen wollen, da in der einen Form oder anderen, das ist auch möglich. Wir sind nämlich nicht nur ein Podcast, wir sind auch ein Team auf Strava. Strava ist so eine Sport-Community, wo man sich halt registrieren kann und dann kann man da mit dem Smartphone laufen gehen und das Smartphone macht einen GPS-Track von dem. Ist das so, wo deine Leistungen dann in Social Netzwerken genau, und dann gibt es auch Tabellen. Genau, dann gibt es auch Tabellen und so weiter und dann. Du setzt dich selber unter Druck, dass deine Freunde sehen, dass du wieder abschlafst. Genau. Mittlerweile sind wir in dem Team schon 10 Leute, also nicht nur die 4, die ursprünglich gesagt haben, sie machen da mit, sondern es sind schon 10 Leute dabei. Das ist eine ganz lustige Truppe und es ist dann vor allem auch lustig, immer zu schauen, wer gerade wo läuft. Also wir haben einen Wiener dabei, also der Lothar Bodingbauer macht bei uns mit im Team. Plötzlich war dann ein Lauf in Esslingen. Ich habe nicht gewusst, wer ist aus Esslingen. Aber wir schauen müssen zuerst einmal, wer ist denn das jetzt eigentlich? Und so. Also das wird eine recht lustige Geschichte, glaube ich. Die Nullnummer ist schon aufgenommen. Die Nullnummer ist genau die Aufzeichnung dieses Gesprächs, von dem ich euch erzählt habe. Die, das Postcast war das gleich mit die haben wir nämlich urlaut, also das war wirklich ein Höllenlärm dort in dem Lokal und wir haben eigentlich gar nicht angenommen, dass das wirklich funktioniert, dass man da was machen kann. Aber Auphonic rettet einiges. Also man kann in lauten Lokalklima aufnehmen und es ist immerhin nur halbwegs verständlich dann. Und so gibt es jetzt 3 Schweinehunde. Und cool. Wie lange ist normalerweise ein Marathon? Ein Marathon ist 42,1 irgendwas und ein Halbmarathon daher 20. 21,0 irgendwas. Also man sollte dazu sagen, in welcher Geschwindigkeit rennst du einen Marathon? Das sind zwischen 5 und 10 km/h? Oder? 6 Stunden ist normalerweise die Zeit, wo sie dir hinten die Piste sozusagen zumachen. Also es gibt einen Kehrwagen normalerweise beim Marathon, also das ist wirklich vom lokalen Straßenservice, der als letzter fährt. Und wenn du von dem überholt wirst, dann fliegst du raus. So, das ist ungefähr das Reglement. Du könntest dann theoretisch noch am Gehsteig weitergehen, aber das ist ziemlich witzlos. Also üblicherweise machen Marathons nach 6 Stunden zu. Aber Halbmarathon sollte nicht so lang brauchen. Also, das werden wir schon schaffen. Also 6 km/h ist Gehgeschwindigkeit. Das heißt, ein Marathon gehen, damit sollte man Marathon schon schaffen können. Ja. Aber man wird müde. Also ich bin letztens einmal nur 11 Kilometer gegangen, um einmal anzufangen, weil ich noch ziemlich verkühlt bin. Also ich war dann, wir haben uns dann gegenseitig ordentlich angesammelt dort und sind einige ziemlich krank geworden. Ich bin jetzt nur mal 11 Kilometer gegangen aus dem Stand. Das ist auch schon manche weit. Also das Doppelte dann. Du gehst über 2 Stunden. Aber ich habe 2 Jahre Zeit dafür. Wer mitmachen will, auf Strava ist es einfach 3 Schweinehunde, also Ziffer 3 und Schweinehunde heißt das Team. So findet man uns dort und nicht wundern, das ist jetzt als Münchner Team registriert, aber man muss nicht in München sein, um mitmachen zu können. Einfach sagen, also dort klicken, man nimmt teil an dem Team und es haut hin. Ich hätte gerne so eine Gruppe, wo einer so ein Ghetto-Blaster trägt, wo Podcasts dann abgespielt werden und ich trotz so hinterher. Bin immer zu faul, dazu das, die mit Kopf. Das kannst du dann machen. Also du kannst uns gerne dort anfeuern und den Ghetto-Blaster tragen. Nein. Wie gesagt, in 2 Jahren beim Halbmarathon in München
Der muss jetzt ungefähr so in der. Ich denke da eher an diese übersportlichen Typen, die auch irgendwas stemmen wollen die ganze Zeit, dass die haben muss. Ja, du nimmst einen Ghetto Blaster. Der soll den da so stemmen und ich mag ihn. Alle anderen haben einen iPod, du hast einen Ghetto Blaster. Mit Träger bitte. Statt einer leichten Bluetooth-Box fünf Kilo durch die Gegend. Das führt mich auch gleich zu meiner abschließenden Ankündigung oder Auskündigung. Moment, noch eine halbe Minute. Und zwar, das ist jetzt Folge 84 der Biertaucher, bei der ich dabei bin. Ich habe gezählt heute. Wow. Also 2x 42. Also ich habe zweimal die Antwort auf, auf alles. Das Leben, alles und sowieso ohnehin alles gegeben. Also ich denk, du hast mitgezählt, Wahnsinn. Ja, so bin ich. Hast du zufällig auch gezählt, wie oft ich schon dabei war? Nein, das hat Panoptikum, ich habe es in Panoptikum geklickt, wo der Horst nicht dazu geschrieben hat und dadurch habe ich die Zählung. Sonst wüsste das auch nicht. Wie kann Panoptikum jetzt schon unseren Feed auswerten? Nein, aber man kann dann claimen, dass man in der Episode doch teilgenommen hat. Okay. Ich habe das eingesehen, dass ich keine Chance habe, dich dazu zu kriegen, das in den Feed reinzukriegen und darum gibt es das jetzt als Feature. Ja, das dauert halt noch ein paar Jahrzehnte, aber ja. Mittlerweile kann man sich reinclaimen, indem man einfach klickt auf die Episode. Ich habe mit der Persona dort teilgenommen und dann erscheint es mit einer kleinen Fußnote, dass du dich selber dort reingeklemmt hast. Und also wer mich in Zukunft, also ich bin jetzt kein Regular mehr in den nächsten Episoden her, wer mich hören will weiterhin auf Hour of Code und wie gesagt auf 3-schweinehund.de. Also wir haben dich an andere Podcasts verloren, so schaut's aus. Das auch. Der Trend zum dritten Podcast sind nicht durch. Bei 2 ist Ende. Nein, ich habe ja einen dritten auch. Den habe ich nur halt nicht erwähnt. Oh. Stefan will's wissen, gibt's auch noch. Also dann hat, doch Trend zum dritten Podcast. Ja, aber vier sind ihm zu viel geworden. Hm. Jana, wie viel bist du derzeit? Ich habe nur einen Podcast, aber ich habe dafür auch nur einen Foodblog. Aber mein Podcast hat kürzlich eine neue Folge gekriegt, und zwar die Nummer 6. Da war ich im Türkenschanzpark beim Kuchenbaum. Das ist ein Baum, dessen Blätter angeblich nach Kuchen duften. Nachdem ich nichts rieche, kann ich das nicht bestätigen, aber mein Gast hat gesagt, dass das so ist. Schanzpark. Welches ist das denn nochmal? 18. 19. Bezirk. So. Okay, kenne ich jetzt. Zum netten Weihnachtsmarkt übrigens. Also jetzt kommen wir ja langsam wieder in die Zeit. Ach so, Türkenschanzpark, natürlich, das ist der in Döbling. Ja, natürlich, ja, den Weihnachtsmarkt kenne ich auch, habe ich ja sogar letztes Jahr von erzählt, stimmt. Genau, du warst da mal mit einer typischen Maß oder sowas, ne, die da aufgefallen ist. Das ging auch in die Richtung, ja. Aber ich war auch auf dem, ich habe letztes Jahr im Winter auf dem Weihnachtsmarkt im Türkenschanzpark erzählt, ja. Der ist schön. Klein, aber sehr schön. Und da gibt es einen Baum, der nach Kuchen riecht. Ja, der heißt Kuchenbaum. Ist das angeschrieben am Baum? Steht da? Also das muss man wissen. Das muss man wissen. Und Geokoordinaten? Ja, da habe ich nicht dran gedacht. Das war ein bisschen bescheuert. Aber ich versuche nochmal hier zu finden. Und dann kann ich Geokoordinaten zu meinem entsprechenden Blogpost dazu. Oder? Bestellgeräusche. Einen Tee bitte noch. Danke. Liebe Leute, was haben wir aufgenommen schon? Eine Stunde anderthalb 26. Stunden. Ich bin schon reichlich müde, aber... Du hast noch gar nichts erzählt, oder? Ja, jetzt erzähle ich auch noch, was mir so eingefallen ist. Es ist ganz kurz jetzt durch. So, jetzt. Es ist das Mikro umgeflogen, aber ich habe was viel Besseres zusammengebracht. Also ich, wie du sagst, Schweinehund, ich versuche seit einiger Zeit wieder ein zweistelliges Gewichtgänge zu erreichen und ich war schon auf gutem Weg. Ja. Also die Nadel meiner Analogwaage hat sich immer mehr dieser magischen 100 Kilo Marke geändert von oben und dann hat mir mein Wegekollege jetzt eine Digitalwaage mitgebracht, die auf ein Zehntelkilo genau praktisch ablesbar ist, weil ich bin 1,88 groß, also ich sehe diese Strichlein da unten auch nicht so gescheit, dass ich immer so grob einschätzen müssen. Und was ich halt du musst einen Handstand machen. Ja, danke. Und was ich halt nicht bedacht habe, seit ich auf dieser Digitalwaage stehe, habe ich plötzlich zu 4 Kilo mehr, was mich sehr... ich rede, du hast es auf Facebook gepostet. Ja, das hat mich sehr frustriert. Und in meinem Frust heraus habe ich dann diese Analogwaage oben auf meinem Kleiderkasten verstaut. Ja. Und am nächsten Tag in der Früh mache ich den Kleiderkasten auf, weil ich was suche. Und mir fliegt meine Analogwaage auf den Kopf.
Ja, also, Moral von der Geschichte, analog war, nicht oben am Kleiderkasten ablegen. Ich glaube, nicht abnehmen. Nicht abnehmen wäre. Ja, wir haben immer Kaffee mit einem Küchenwaage analog gemacht, ja. Einfach nicht mit Strom oder irgendetwas, einfach so. Und dann habe ich gemerkt, um dieselbe Menge von Kaffee muss ich in Wirklichkeit, ich habe immer 700 Gramm Wasser, aber jetzt ist es 800 Gramm mit digital, aber es ist gleich viel Wasser und Kaffeebohnen statt 40 Gramm 55. Das ist fast so schön wie amerikanische Rezepte mit Cup-Angaben, wo dann dort steht, ein Cup Butter, 236 Milliliter Butter oder 236 Milliliter Mehl oder Milliliter Mehl. Ja, Cups halt. Ein Cup hat 236 Milliliter und man misst halt das alles in Cups und das ist sehr schwachsinnig. Ja, Cups sind und Pints und Liters und, nein, nicht Liters, Quarts, Gallons. Du hast auch Gallonen von Milch getrunken gehabt, oder? Ja. Das sind sehr schwer, 3,74 Liter. Deswegen sind ja die Kühlschränke alle so riesig. Also ich war sehr schockiert von der Kühlschrankgröße. Ungefähr dreimal so groß wie mein WG-Kühlschrank und wir sind mal zu viert dort. Statt 1 Liter, 3 Gallonen Milch. Also eine Gallone ist mehr als 1 Liter? 3,7 Liter. Echt? Und wir sind dann ein Saftkanister. Ja, Saftkanister und ein Milchkanister und Wasserkanister und ein Eisteekanister. Also, dann brauchst du einen großen Kühlschrank. Ja, natürlich. Ja. Und das ist dann in der Früh Kaffee einschenken. Ein Kanone will ich. Keine Kaffee. Wahrscheinlich ist die Öffnung besonders groß. Mhm. Das heißt, du brauchst in der Kaffeetasse erstmal einen Trichter. Nein, die Öffnung ist wie viel Zentimeter? 5 Zentimeter im Durchmesser? Ja, sowas. Ja. Es ist recht groß. Moment, Entschuldigung, 2 Zoll. Oh Gott, das sind 2 Inch, meinst du? Ja, das deutsche Wort für Inch ist Zoll. Was heißt die Einheit unterm Inch? Mikro-Inch? Naja, da gibt es auch was nicht. Ganz, es gibt oder? Was ganz Merkwürdiges. Ja, das sind Zwölfte. Aber macht man das halt einfach mit irgendwelchen Quarter oder Half Inches? Meistens 8th of an Inch, 16th of an Inch, 32nd of an Inch. Immer so mal ganz schlimm nachdenken, wenn ich irgendwelche Rezepte von amerikanischen Foodblogs nachdenke. Oh, weil ich meine, so Cup-Sachen habe ich jetzt einigermaßen im Gedächtnis. So ein halbes Cup Zucker an 100 Gramm oder so. Aber es ist einfacher, du organisierst einfach amerikanische Cups. Ja, schon, aber ich schreibe in meinem Blog dann natürlich die Grammangaben, weil sonst wissen sie meine Leser und Nachbäckerinnen damit rumärgern. Oh, aber wenn dann so dort steht, den Teig auf. Das ist einfach ein automatischer Einreiten-Umrechner schon wegen deiner englischen und amerikanischen Leser, dass jeder in seinem jeweiligen System hat. Genau, wenn du die Sprache umschaust beim Buch. Nein, bitte nicht. In Kapseln ist es einfach blöd. Von mir aus in Ounces, aber nicht in Volumen. Wenn ich habe nie Pounds und Ounces gelernt. Oh. Ich habe es einfach nie gelernt. Ich vergesse es immer. Meine Waage hat ja umgestellt. Pounds ist ein halber Kilo. Ja, nicht ganz. Ja, ich weiß, wie viel ein Pound ist in Gramm. Aber ich weiß nicht, wie viele Ounces sind in einem Pound. Ach so. 16? Kann das so sein? Ja, vielleicht. Und nicht die nautische Meile mit der Landmeile. Ja. Entschuldigung, haben wir das jetzt schon erörtert? Du wirst nicht mehr eine Zeit lang jetzt nicht mehr regelmäßig im Podcast sein. Ja, wegen deiner zweiten oder dritten Podcast und Leben. Und ja, dann kann ich nur sagen, ich hoffe, du kommst wieder regelmäßig ab und dann öfters. Öfter, ja. Darf ich den Podcast an dieser Stelle auch beenden oder hat jemand noch Themen auf Lager, außer deine Comics? Als einziger Stammredner werde ich die wieder verschieben. Ja, also ich glaube, ich werde wiederkommen. Ja, du wirst wiederkommen. Ja. Ja. Ich werde auch immer wiederkommen, auch wenn ich noch nicht als reguläre Person. Ja, du bist schon ziemlich regulär. Na, noch kein Inventar. Ah, ich bin nicht, ich habe nicht als Parteimitglied angemeldet. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie dabei sein wollen, nächsten Dienstag 19.30 Uhr in der Zypresse, Westbahnstraße 35a, einfach vorbeikommen. Das ist, glaube ich, der 10. Der 10. Oktober 2017. Und denn alle der 13. ist ein Freitag. Okay. Tschüss. Ciao. Tschüss.